Zeuge Richard Böck, Kraftfahrer, 58 Jahre alt, 73. Verhandlungstag, 3.8.1964. Zur Stützung des Gedächtnisses des Gerichts wollen wir Ihre Aussage auf ein Tonband nehmen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, bitte. Ja, bitte, ich spreche ja die Wahrheit über das Gericht. Ja, und da hat er also drauf gestanden, dass der Kotzian Sie nicht verraten hätte. Ja. Und weiter? Dann habe ich nach zwei Tagen war das ungefähr gewesen, gell? Da habe ich zu dem einer gesagt, du, ich möchte auf eine Nacht raus aus dem Kommandanturarrest. Ich habe meine Frau hier, die wohnt hier in der Nähe und zwei Kinder. Ich würde eine Flasche Schnaps mitbringen. Und dann hat sie also überlegt, sagte, da kann man schon rauskommen. Dann habe ich gesagt, und morgen früh um 5 Uhr wäre ich wieder da. Dann hat er gesagt, alles ist gut. Wer war das gewesen? Der, wo da drin war, der, wo ich mir erzählt habe von den Morden im Häftlingsbunker da hinten. Dann hat er vom Fenster so ein Dings weggemacht, wo man das Fenster einhängt. Und hat da am Ofen, hat er Bogen und hat da Grieber und hat er mit den Stiefeln wieder gestoßen und hat immer Grieber am Boden wieder, Betonboden, gell, was. Und am Abend hat er gesagt, hey, kannst du raus. Dann bin ich aus dem Kommandurarrest raus. Abends um 8:30 ungefähr bin ich runter vor, bin die Treppen hoch, weil da war ein Brüsselaufgang und bei ihm, bei der Kommandantur, wo man zum Kommandur rein, bei der Haustiere hinaus. Und dann bin ich gleich rüber zur SS-Bauleitung, weil ich gewusst habe, bei der SS-Bauleitung, da haben sie Fahrräder. All die bei der Bauleitung waren, haben Fahrräder gehabt. Da habe ich so ein Fahrrad genommen und bin zu meiner Frau heimgefahren. Da bin ich zu meiner Frau gekommen und sagte mir, Frau, mein Gott, Mindle, es ist ein Unglück geschehen. Was glaubst du, was heute passiert ist? Heute sind Gestapo da gewesen. Sie sind ins Buffet hin und haben 3 Briefe rausgenommen und sofort wieder weg. Da habe ich gesagt, oh, dann bin ich verloren. Weil die Häftlinge haben doch die Briefe über mich, nicht? Haben die Briefe an Ihre Familie geschickt und Sie haben die Briefe wieder gegeben, den Häftlingen übergeben. Zuvor habe ich es einer Tochter von einem hohen polnischen Staatsbeamten machen lassen in Auschwitz. Die hat mich gebeten und da habe ich, aber die haben dann die Gestapo, die politische Abteilung hat etwas gemerkt und da hat ihr damals der Grabner und ein gewisser Bogner hat ihr ziemlich nachgestiert. Also das Mädel ist damals 3 Nächte lang, hat sie in einem fremden Haus geschlafen, dass sie es nicht erwischt haben. So wie sie mir erzählt hat, habe ich gesagt damals zu ihrem Vater, Herr Czernek, wir können das nicht mehr weitermachen. Das ist ihre Tochter, denken Sie doch, die gibt sich in Gefahr. Ich würde mit den Briefen aufhören, das ist zu gefährlich, ich habe schon selber keine Ruhe mehr. Und dann habe ich natürlich auf Drängen von den Häftlingen habe ich die Briefe über meine Frau gehen lassen. Jetzt hat mir meine Frau schon mal gesagt gehabt, du Mindle, hör mal. Der Postbote hat gesagt, Frau Beck, wo bekommen Sie so viel Post her? Haben Sie so viel Verwandte in Polen? Und meine Frau hat aber nichts gesagt dazu. Und dann habe ich gesagt, also gut, dann müssen wir aufhören wieder. Und jetzt haben die 3 Briefe weg. Das waren Briefe von Familien, von Häftlingen? Ja, der eine war vom Kotzian dabei, weil der Fahrer hat ja in der Fahrbereitschaft, wie man mir nachher auch der Kotzian und alle erzählt haben, hat zu ihm gesagt, jetzt ist der Richard verloren. Wir sind bei ihm drüber gewesen, bei seiner Frau, und im Kirchenbuffet liegen 3 Briefe drin. Kotzian, von Ihnen war auch ein Brief dabei. Ich habe es gesehen, sagt der Kotzian, und nicht möglich. Doch, hat er gesagt, ich habe einen Absender gesehen. Und jetzt ist gut, sage ich, kann nicht mehr heimfahren. Und da haben mir die Häftlinge, der Rudi und der Ludi in der Fahrbereitschaft, die waren in der Schreibstube, der Ludwig, und der Rudi war hinten in der Elektroabteilung. Und die haben mir wiederholt gesagt, sie hätten Verbindung mit der polnischen, mit der österreichischen und mit der russischen Widerstandsbewegung. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, wenn ich bloß wissen würde, ich weiß, in Krakau ist die Widerstandsbewegung. Wenn ich bloß wissen würde, dann würde ich direkt flüchten jetzt und würde nach Krakau, weil die würden mich verbergen. Wenn ich jetzt niedergehe, die hängen mir auf. Dann habe ich aber um 3 Uhr doch nachgegeben meiner Frau. Und bin ich nach Auschwitz gefahren, bin ich rüber, habe das Fahrrad hingestellt, bin wieder reingegangen. Alles anstandslos gegangen, um 5 Uhr rum war ich wieder im Bunker drin. Jetzt haben wir nicht mehr abschließen können. Dann haben wir Stiefel genommen, haben wir die Stiefel hingestellt, ich und der andere. Eine Flasche Schnaps habe ich mitgebracht, gell? Und von ihm habe ich ein bisschen einen Brief erledigen. Das war für ihn scheinbar auch sehr wichtig.
Jetzt um 6:30 rum ungefähr kommt da unser Schafhirt und will aufschließen. Jetzt geht's nicht, jetzt hat er schnell zugeschlossen, dann wieder auf. Und dann hat er einen Stoßgerber und wir haben die Tür zugehalten. Und dann sind wir weg und sind wir so hingestanden und haben uns ein bisschen so blöd gestellt. Sagt er, hier war doch auf. Ich habe gesagt, oh wo? Ach, hier war doch auf. Ich habe gesagt, ja, uns ist auch so vorgekommen, aber ich habe doch zugeschlossen gestern. Dann ist er wieder auf und dann ist er mit dem Oberschaf hier runtergekommen. Ich würde ihn sofort erkennen, wenn ich ihn sehe. Aber ich weiß nicht mehr, wie der Kaiser hat. Und der hat dann gesagt, ich war nicht schon gekommen. Hat er gesagt, nicht, hat das Schloss probiert und so. Und dann haben wir uns wieder reingespott. Untertags haben wir nachgehört, dass wir immer klopft draußen im Gang, haben immer was gemacht, aber was weiß ich nicht. Und ich sage nachher zum anderen am Abend, was weiß ich, hau wieder ab. Sagt er, das kannst du schon, ich lese wieder auf, nicht? Und am Abend wollte ich raus, jetzt war ich doch platt, haben die nicht ein Eisentier hingemacht gehabt unter dem Bunker. Jetzt haben wir nicht mehr rausgekommen, jetzt haben wir den Dietrich nicht da, jetzt geht es nicht auf. Jetzt bringen wir den Dietrich nicht mehr raus. Im Moment kommt von oben langsam Treppe runter. Jetzt sind wir weggesprungen, sind in die Zelle rein, dann haben wir an der Zelle hin, haben wir so gespitzt und gesagt, der Dietrich muss raus. Dann bin ich vorhin, habe ich probiert, geht jetzt raus. Und der andere hat immer den Schlüssel probiert raus zum Neiden und hat es nicht reingebracht. Und dann ist er wieder her und ist wieder aufgelaufen. Und dann ist er langsam oben wieder runtergekommen und der andere hat dann den Dietrich rausgebracht und sind wir wieder in die Zelle reingesprungen. Und in der Zelle drin, da kommt der eine her nach und sagt, ich habe es ja gewusst, dass er auf ist. Und am nächsten Tag ist noch der andere von mir gleich weggekommen und ist von der Luftwaffe ein Soldat kommen mit Namens Riebsamen, ist dann in mein Zimmer reingekommen, war mit dem zusammen. Der hat auch Häftlingsbeginnstung gemacht gehabt, gell, und ist scheinbar dann in Auschwitz, aber ist dann nach einigen Tagen wieder weggekommen und ist dann zu seiner Einheit, wo er scheinbar zuständig war zur Bestrafung oder wie es geheißen hat, nicht? Da war ich dann 3 Wochen war ich im Kommandanturarrest und auf einmal hat es geheißen, wir kommen alle weg. Mittlerweile ist der Palic gekommen, auch in Kommandanturarrest unten rein. Wenn wir beim Hausschneider draußen gestanden sind oder beim Austreten, aber doch draußen ein bisschen so gesprochen und dann ist er so recht dasig rumgestanden. Ich habe mir ja gedacht, hat dich das Schicksal getroffen? Wie oft hat mir der Kurzian erzählt, steht er an der Mauer hinten, an der Schwarzen und hat Gummischüssel über die Uniform gehabt und Pistoleheber gehabt und hat jeden Tag 40, 50 Mann erschossen, hat mir der Kurzian erzählt. Der Kurzian ist in England, diese Zeit ist jederzeit, glaube ich, beizubringen. Und da möchte ich auch bitten, dass der vorkommt. Und dann habe ich gedacht, Unglück hast du genug. Seine Frau hat Typhus bekommen, ist dann gestorben. Und dann, deshalb, wo er reinkommen ist, hat es mir nachher erzählt, er hätte mit einer Lettin, mit einem Häftlingsmädel, hätte er ein Verhältnis gehabt. Und der Kapo hat das gesehen und hat ihn dann verraten. Und now, wo ich das noch gehört habe, ich denke, so ein Schweinekerl wie du hast solche Sachen schon geleistet. Und jetzt am Schluss, andere hätte er aufgehängt, wenn sie hätten mit einem anderen Mädel ein Verhältnis gehabt oder sowas. Und er selber hat es dann gemacht. Wir sind dann weggekommen und sind hintergekommen ins Häftlingslager. Nein. Ich kann Ihnen sagen, ich war damals... War das Block 11, wo Sie hingekommen sind? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, weil ich oben reingekommen bin, waren ein Haufen Leute drin, die haben auf dem Tisch gestanden, auf die Bank haben sie gestanden, auf dem Boden. Die waren wie Neipfropf gewesen. Und die hat man nachher auf einmal alle weg. Aber was, weiß ich nicht. Was Gutes habe ich nicht geahnt. Jetzt war ich dann drunten im Häftlingsbunker. Und eine Luft, ich habe so ausschauen, habe ich nur den Himmel gesehen. Und auf einmal kommt ein Kapo rein, großer, starker Mann, Jakob hat er geheißen. Und er hat mich immer gedreht und hat gesagt, wird Ihnen nichts passieren, die Häftlinge haben mir alle, Sie sind ein guter Mensch, Sie sind der Mensch. Das ganze Lager sagt von Ihnen, der mit die rote Backen. Und er hat gesagt, ja, das weiß ich schon lange, das sagt man schon lange, habe ich gesagt zu dem. Dann hat er gesagt, glauben Sie, wie ich unglücklich bin, hat er gesagt, was ich machen muss, alles, hat er gesagt. Nicht? Und hat er so erzählt, dass er muss die Hände zurückhalten, nicht? Und wird eine Erschießung gemacht unter drinnen. Und einmal habe ich ein Mädel dann gehört, die hat gesungen, Stern von Rio. So schön hat sie gesungen. Und am nächsten Tag habe ich nichts mehr gehört. Und bei der Nacht, da bin ich mal aufgewacht und da habe ich auch so gehört, auch den Eimer genauso. Und ich weiß ganz genau, dass ein Schuss gefallen ist. Aber das Mädel habe ich nicht mehr hören singen. Und da habe ich an den gedacht, wo der Zelle das erzählt hat. Und da war ich 3 Wochen war ich im Kommandurarrest. Ich habe bekommen von dem Kapo Schokolade, Speck,
Praline. Also ich habe gestaunt, wo die Sachen hergeben dann nicht. Eines schönen Tages kommt meine Frau nach Auschwitz und ist dann vorgegangen und hat auf einmal Kaiser mittags um 12 Uhr, das war gewesen am Freitag. Ich soll vorkommen zur Dings Rapport-Vierstube. Da bin ich da vorgekommen und da war ein Mann drin, der hat gesessen, gell, und hat mich gefragt, wieso ich hier sei. Und er hat gesagt, ich weiß gar nicht warum. Und er hat gesagt, ihr müsst doch wissen, warum sind Sie noch nicht vernommen worden? Und er hat gesagt, nein. Und er hat gesagt, bei Ihnen habe ich doch Hausaussuchung gemacht, man hat doch bei Ihnen einen Haufen Decken gefunden. Und er hat gesagt, das höre ich das erste Mal jetzt. Aber das wollten Sie unterlassen. Ich habe zu Hause, bevor der Krieg angegangen ist, eine Gastwirtschaft gehabt, habe erst extra die Decken mit draufgenommen, habe gesagt, das waren von den Fremdenbetten, das lasse ich mir nicht bieten, habe ich gesagt zu ihm nicht und so. Und er hat gesagt, naja, sonst ist ja bei Ihnen nichts gefunden worden. Und er hat gesagt, das ist mir aber schon ganz neu, da weiß ich ja, meine Frau hat ja mir auch nichts gesagt. Er hätte mich bald versprochen, sagt, da haben Sie mit Ihrer Frau Verbindung. Und er hat gesagt, nein, ich schreibe Ihnen da. Da habe ich doch eine Karte schreiben, die hat er mir ja gegeben zum Schreiben. Nicht? Und seit einem Moment nicht an die Tür aufgemacht, dann ist meine Frau reingekommen. Dann haben wir uns am Abend haben uns gekisst und der kleine Bub hat sie dabei gehabt. Und meine Frau hat gleich zu erzählen angefangen, hat gesagt, der Kleine ist dreimal vom Schlitten runtergefallen, hat sie gesagt, und ist so erfroren jetzt und so. Und dann habe ich gesagt, ich kann mir gar nicht erklären, was man von mir will. Jetzt fahre ich schon so lange Verpflegung, habe noch nicht schwarz, was unter den Nagelgelb vom Wagen genommen. Das habe ich auch nicht, aber ich habe es runternehmen lassen. Aber ich habe ja nichts genommen. Und so konnte ich das auch behaupten. Nicht? Dann hat er gesagt, also gut, Sie werden entlassen, hat er gesagt. Nicht? An Weihnachten sind Sie zu Hause. Und dann bin ich entlassen worden und über Weihnachten durfte ich zu Hause sein, vom Unterstumpf hier Wiegand aus. Und dann bin ich, wo ich zurückgekommen bin, haben mich die Kameraden aufgeklärt, haben sie gesagt, die brauchst du das nicht fallen lassen, du warst unschuldig und so weiter. Ja, was soll ich da machen? Sie gesagt, da gehst du dann auf zur Kommandantur und tust dich beschweren und lässt das nicht gefallen. Jetzt bin ich auf zur Kommandantur und da war der Hauptchef hier Nebbe drüber. Und dann habe ich es ihm natürlich vorgehalten. Ich habe getan, wie ein Wilder habe ich mich gebärdet. Und ich habe gesagt, ich beschwere mich an die höchste Stelle, das lasse ich mir gar nicht gefallen und so. Dann habe ich gesagt, also gut, Sie kriegen 14 Tage Urlaub. Und habe ich 14 Tage Urlaub gekriegt. Ja, nun sagen Sie mal, Sie sind verhaftet worden im November 1943, ja? Ja, das... Ja? Ja. Und warum sind denn diese Briefe Ihnen nicht vorgehalten worden, die man damals bei Ihnen gefunden hatte? Ah, Entschuldigung, jetzt kommt noch etwas anderes. Wo ich dann am nächsten Tag zurück war, gell, wo ich bei meiner Frau war, dann haben wir doch wieder rasiert. Und, Entschuldigung, bitte. Da hat der Häftling zu mir in so gesagt, brauchen Sie keine Angst haben, politische Abteilung, die Baracke ist abgebrannt. Herrgott im Himmel, habe ich mir gedacht, jetzt bin ich gerettet. Und der Pfarrer hat später erzählt, der Boger. Dann hat der Fahrer erzählt, nicht, dass die Briefe sind bei der politischen Abteilung, sollen sie hingelegt worden sein. Und da hätten sie gesagt, die werden morgen früh, also wenn der Hauptstumpf hier Grabner, der war nicht da, und der hat er gesagt, wenn der die Briefe aufmacht, dann ist der Richard verloren, hat er damals gesagt, nicht. Jetzt war die Sache gut. Ich war dann schon ein bisschen ruhiger und habe schon gedacht, bin ich gerettet. Und ich war auch gerettet. Wo ich dann entlassen war in der Fahrbereitschaft, haben sie mir erzählt, dass in der Nacht die Baracke sei mit Benzin umgossen worden und sei sie angezündet worden. Ich habe dann zum Kotzian öfters gesagt, Kotzian, ich möchte nur wissen, wer hat die Baracke angezündet. Und der Kotzian hat zu mir immer gesagt, das wird schon gut sein. Aber wissen Sie, also Sie wissen es bis zum heutigen Tag nicht, wer die Baracke ist? Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Sie mir das Leben gerettet haben. Das weiß ich ganz bestimmt.
Sagen Sie mal, Sie haben eben den Angeklagten Boger erkannt. Haben Sie ihn dort in dem Lager Auschwitz auch gesehen? Ja, ich habe ihm mal gesagt, dir komme ich noch. Und dann hat er gesagt, ich komme dir. Dann hat er gesagt, gib bloß Obacht. Ja. Ich habe mich nicht gefolgt, da war deine Herren. Ja. War er denn gefürchtet in dem Lager? In der Fahrbereitschaft, wenn ich manchmal früher zu Hause war oder ich habe Reparatur gehabt am Wagen, dann habe ich zum Kotzian meistens gesagt, Kotzian, sehen Sie die vielen Mädel da drüber standen, die stehen Schlange vor der politischen Abteilung, vor der Scheißbarage dort. Und ich sage, Kotzian, warum schreien denn die Mädel so? Warum? Das muss ja, was ist denn da los? Sagt er, mein Gott, Herr Richard, die haben schwere Vernehmungen, hat er gesagt. Und ich sage, was ist das, schwere Vernehmungen, was machen die da? Dann hat er gesagt, die Winde. Und er hat gesagt, die Winde, was ist denn das, die Winde? Und dann hat er mir was erzählt, als wie wenn sie da die Hand, aber das möchte ich nicht behaupten jetzt. Ich kann nur sagen, wie er mir so erklärt hat. Und da täten sie Tränen scheinbar und das sind also kolossale Schmerzen oder was nicht. Und dann von der Bogerschaukel hat er wirklich gesagt. Und ich sagte, wieso sagen Sie der Bogerschaukel? Sagte er, weil doch der Boger drin ist. Und Aber Einzelheiten davon können Sie uns nicht sagen. Gesehen habe ich nichts, aber schreien habe ich die Mädel oft hier. Haben Sie denn während Ihrer Zeit dort einmal den Adjutanten Mulka kennengelernt? Ja, kennengelernt nicht, aber gesehen von Weitem so. Ja. Wissen Sie, ob er Ihr Vorgesetzter war? Ja, weil er, wenn er Adjutant war, hat er auch... Was meinen Sie? Wenn er Adjutant war, hat er über die Fahrbereitschaft zu befehlen gehabt. Aber Sie selbst sind mit ihm als Vorgesetzten nie zusammengekommen? Nein, mal gegrüßt. Haben Sie von ihm mal Fahrbefehle unterschrieben gesehen? Nein, habe ich nicht. Wer hat denn die Fahrbefehle unterschrieben? Ich weiß nicht, ich habe da nie hingeschaut. Den Fahrbefehl habe ich in die Mappe reingesteckt. Das ist eben das schade. Nicht? Das ja. Nun, haben Sie doch, oder ich will so fragen, haben Sie einmal etwas erlebt während der kalten Jahreszeit, dass Leute da standen, die am nächsten Morgen noch stehen mussten? Damals sind zwei Häftlinge, da war ich noch gar nicht lange in Auschwitz. Ich glaube, dass es zwei Tage später war, wo ich in Auschwitz habe, muss er antreten. Wann sind Sie gekommen nach Auschwitz? 24. November 1941. 24. November. In diesem Jahr, wo der Russlandfeldzug angegangen ist, im Juni. Ja. Aber bitte, Herr Oberamtsgerichtsvorsitzender, darf ich noch mal auf den Herrn Mulka zurückkommen? Ja. Ich glaube, der damalige Adjutant Mulka ist erst gekommen im Jahre 43 oder 44. Nein. Nicht? Nein. So viel wir bisher festgestellt haben, ist der Angeklagte Mulka gekommen 42 im Februar und ist geblieben bis zum März 43. Sonst hätte ich das gesagt, was ich beim Bär gesagt hätte. Was meinen Sie bitte? Sonst hätte ich das gesagt, was ich beim Bär sagen wollte. Meine Ansicht so ungefähr. Ja, nicht? Ja. Weil der Bär ist damals gekommen, ich habe mal den Bär so beobachtet, der ist so da gestanden, wie ein Teufels Lamm, kann man sagen. Das war ja alles schon so organisiert, der Mann hat ja gar nichts mehr zu tun brauchen. Nicht haben können mehr dazu. Das ist ja schon alles angelaufen gewesen. Das ist gerade, wenn ich in eine Mühle reinkomme, da sind vier, fünf Arbeiter drinnen und jeder kennt sein Mahlstein und alles und ich muss das zum Beispiel schauen, was da eigentlich los ist und so ist das auch gewesen. Nicht? Inzwischen war ja schon der Lagerkommandant Liebehenschel und damals waren große Erleichterungen, habe ich von den Häftlingen tagtäglich in die Ohren gehört. Liebehenschel sei mal zeitlang schon immer so geschlagen worden, also alles sei schon etwas besser gewesen. Ich habe das damals sehr bedauert, dass der Mann aufgehängt worden ist. Und dann kam Bär. Dann kam der Bär. Und haben Sie den Adjutanten von Bär auch gekannt? Nein. Nein. Haben Sie den Angeklagten Höcker gekannt? Ja, gehört habe ich den Namen nicht mehr, aber wenn ich ihn sehen würde, ich würde ihn, glaube ich, nicht kennen. Sie würden ihn nicht kennen? Nein.
Ja, nun haben Sie bei Ihrer Vernehmung etwas gesagt von einem Antreten auf dem Appellplatz am 28. Februar 1941. Jawohl. Kann denn das gewesen sein? Waren Sie denn da schon dort? Ja, am 24. war ich ja schon im Monopolgebäude, dem sogenannten Monopolgebäude. Am 24. Februar, ja? Jawohl. Ich weiß auch, dass das ganze Lager damals noch gar nicht aufgestockt war. Ja. Da waren nur einzelne Blick waren aufgestockt. Die sind doch alle nachher aufgestockt worden. Ja, richtig. Und damals haben Häftlinge doch die Judengebäude abgebrochen vor der Brücke von Auschwitz. Wenn man rausläuft, links, sind doch große Judenhäuser gewesen. Ja. Wohnungen von Juden, also Stuckatur haben sie dort gehabt, arbeiten. Und also waren Häuser, die wo mal wahrscheinlich viel Geld gekostet haben. Und die haben wir alle abgebrochen. Und das hat ein sogenanntes Abbruchkommando oder Dachdeckerkommando, wie das geheißen hat, ja, hat das gemacht da draußen. Und da habe ich von der Bäckerei, da war so eine Bäckerei da dran, auf der Straße Nieber, habe ich immer Brot gefahren, habe immer die Häftlinge heimlich ein paar Kommis Brot gegeben. Die waren ja so elend, so mager, Skelette, die Köpfe, wie die ausgesehen haben, ohne Haare, das soll ein Mensch sehen. Das hat ja auch ein Erbarmer Mieser, wenn man ein bisschen noch ein Herz im Leib hat. Und damals war bei den Häftlingen war einer dabei, mit namens Kochelniak, ein großer Maler heute in Warschau, soviel ich weiß. Und der hat genauso mitgelitten. Und da hat mich gefragt, ob er von mir ein Porträt machen durfte. Und die anderen Häftlinge haben auch zu zugesprochen, ob ich es nicht machen lasse. Und ich habe gesagt, nein, kein Porträt will ich, oder sowas habe ich kein Interesse. Ich mag bloß ein schönes Sehgemälde, sowas möchte ich schon haben, habe ich gesagt. Und dann haben wir wieder überredet, ich brauche mir nichts geben, das mache ich so. Und dann bin ich ein paar Mal hingegangen und habe da zugeschaut, wie die das Judenhaus abbrechen, innen drinnen, die Mauern, gell. Da sind die Mauer, die war schon weg und die so rüber ist noch gestanden. Und da hat der Kapo angesetzt, droben sitzen noch 5, 6 Häftlinge drüber und haben die Steu weggeklopft und haben so ein bisschen abgebussen und runtergeschmissen, die haben wir unten aufgefangen. Dann haben sie so lange, dicke Feuerwehr Haken haben sie reingebracht und haben da die Mauer angesetzt, der Kapo mit den Häftlingen, ho, und ist die Mauer runtergefallen. Oh, ich war erschrocken, eine Staubwolke und die Häftlinge, nicht? Abends haben wir es tot reingetragen. Und da jeder Häftling hat, ich weiß nicht mehr, 4 oder 5 Steine müssen tragen. So hat er es müssen tragen, nicht? So raufgelegt. Das war 1,5 Kilometer von da draußen rein bis ins Lager. Die haben da Rotz runtergehängt. Also ich sage Ihnen, ein Trauerzug, ich weiß nicht, was wir ihm sagen, wer hat das Recht gehabt oder wer hat das wohl so haben, dass man Menschen so plagt und dass man Menschen so runtersitzt. Ich habe damals noch einen kleinen Wagen gefahren, einen Burgwart. Dann habe ich zum Kurzian gesagt damals, Kurzian, das sollten Sie mal da draußen sehen. Aber ein paar Tage später habe ich mich ins Lager hinfahren, da habe ich mich in der Häftlingskirche was holen, weil die draußen haben sie, im Feld draußen haben sie geschafft, Häftlinge, Kommando draußen, gell. Und da bin ich da dran, geguckt, im Wagen drin, habe ich dürfen nicht nein, Block 4 haben wir nicht nein gelassen. Dann habe ich natürlich ein bisschen gebrochen, ich muss da nein, nicht, und es pressiert und ich will weiterkommen, nicht, und so. Und habe mit dem Block 4 habe ich Streit gekriegt. In dem Moment springt der Palutsch raus, faucht wie ein Faun. Was bist du da? Und so und so. Und er gesagt, ich muss da nein, ich muss da rein ins Häftlingslager, ich muss ins Häftlingskirche hin, habe ich gesagt, nicht, und so. Aber ich mal auflassen, nein, hat er gesagt nachher, nicht. Und habe ich nachher reingelassen, nicht. Und habe ich nachher dem Kurzian, habe ich das nachher erzählt, nicht, von der draußen. Und habe ich gesagt, Kurzian, Sie haben recht, was Sie gesagt haben. Die müssen ja Tote reinbringen. Weil gestern habe ich gesagt, wo ich vom Lager dran gewesen bin, haben sie mir den reingelassen, da sind die ganzen Häftlinge ausmarschiert und da sind die Offiziere, da auch der Lagerkommandant ist dort gestanden und verschiedene Offiziere, mit Namen kann ich nicht alle sagen. Einer war Untersturmführer, der war vorher bei der 4. Kompanie gewesen, der ist auch so dort gestanden. Dann hat der Kapo geschrien, Mützen ab, und haben die Häftlinge alle die Mützen runter, rausgemarschiert, ganz zackig. Und dann hat er gemeldet, Dachdeckerkommando, 65 Mann. Dann hat er nachgeschrieben von den Offizieren, da bringst du mir heute Abend 20 Mann weniger, gell? Sonst hast du einen kalten Arsch, du Bandit. Hat er wirklich nachgeschrieben. Dann habe ich gesagt, Kurzian, jetzt glaube ich Ihnen, ich habe selber gehört, wie man spricht, die müssen ja die Gefangene reinbringen. In Auschwitz war alles auf Vernichtung eingestellt. Das getraue ich mir jetzt wirklich zu behaupten.
wenn ein Häftling sich erhängt hat, hat mir der Stublewski erzählt, war ein polnischer Offizier, der war nach dem Krieg in Ginzburg, und hat ihm den Strick abgeschnitten, sein Nebenkamerad. Dann hat der Nebenkamerad 25 Stockschläge bekommen. Der Stublewski hat keine 25 Stockschläge bekommen, weil der Hauptscharführer bei seinem Kommando oder wo das unter sich gehabt hat, hat ihn scheinbar davor beschützt oder die Sache nicht so, die Meldung ein bisschen abnuntergedrückt. Abgeschwächt, ja. Jawohl. Dann haben die Häftlinge in der Fahrbereitschaft erzählt vom Pfahlhängen. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich weiß, Jesus Christus ist am Kreuz gehängt. Ich glaube, dass Jesus Christus nicht so viel gelitten hat, wie wenn ein Häftling da droben hängt mit den Armen. Mir hat das Herz geblutet. Oder hat man schon hier was gesprochen vom Stehbunker? Stehbunker, da geht ein Mann am Abend rein. Das habe ich nicht gesehen. Aber das haben mir wahrheitsgetreue, anständige, brave Menschen erzählt. Und geht mit zwei Mann rein und nach einer halben Stunde brennt schon kein Streichholz mehr. Und nach um Mitternacht wird die Luft so knapp, dass der Häftling den anderen und alle beide strangulieren sich. Und der, wo tot ist, den trägt er nachher an die Wand um 3 Uhr rum. Und so muss er die Luft herholen bis morgen früh um 5 Uhr. Und da kommt er raus und muss dann wieder an die Arbeit. Ich kenne einen Mann, schade, dass ich den Namen nicht weiß, er war von Olmitz. Aber der Mann müsste ausfindig gemacht worden. Der hat 4 Tage Stehbunker gehabt. Da habe ich damals bei der DAW bin ich gewesen, vorübergehend. Und da habe ich dem Häftling Zigaretten geschenkt. Und da ist er erwischt worden und gemeldet worden vom Hauptsturmführer Wagner. Und hat der Häftling 4 Tage Stehbunker gekriegt. Am 3. Tag sind die Kapo, der Robak Leo aus Mislowitz, war Kapo, ein Sohn von einer großen Möbelfabrik in Mislowitz. Und der Kapo August war ein guter Mensch. Wenn die ihren Häftling geschlagen haben, dann haben sie es nur markiert so nach außen hin, dass man hat gemeint, aber sie waren nicht schlecht. Und die haben gesagt, hat er Novaki oder wie er geheißen hat, ist wieder dabei. Dann habe ich gesagt, wo? Und dann hat er das lieber. Dann habe ich gesagt, warum? Dann hat sie gesagt, hat er schon die 3. Nacht im Stehbunker? Und er hat gesagt, ja, warum, was ist da dabei? Und dann haben sie mir das so erzählt. Und er hat gesagt, wir rufen mal her. Der Hauptsturmführer Wagner war noch nicht da, gell? Und dann habe ich keine Ruhe mit denen unterhalten. Jetzt rufen sie her, und habe ich gesagt zum, ja, du alter Lump, ich gesagt, hast schon wieder einen umgebracht heute Nacht? Und er hat gesagt, Herr Rottenführer will aufleben. Und er hat gesagt, nein, er hat gesagt, ich habe nur Spaß gemacht, ich weiß, was sie mitmachen, habe ich gesagt. Und am 4. Tag ist er noch mal gekommen. Und ich habe ihm sogar ermöglicht, dass er droben in die Leimtafel, da droben in dem Zimmer oben bei der Deutschen Ausrüstungswerke, dass er sich neinliegen konnte, habe mir ein paar Dinge gegeben, den Schlüssel habe abgeschlossen und bin nach Pschesche gefahren, um Kohlen. Und wenn ich von Pschesche zurückkomme, bin Nachmittag um 3:30 Uhr, haben wir ihn rausgelassen und habe die Decken noch am Abend gehabt, wie er in der Früh rein ist. Dann habe ich gesagt, ja, was ist, haben Sie nicht geschlafen? Sagte, ich kann nicht schlafen. Kriegt er noch mal Stehbunker, hat er gemeint, hey, die letzte Nacht. Und ist er noch mal gekommen, am 4. Tag auch. Bitte, was hat der Mann geleistet in 4 Tagen? Der Kapo Miller war Schlosser-Kapo. Der ist in Auschwitz etwa entlassen worden, an der 43 rum. Er ist immer nach Auschwitz gekommen, in das Haus der Waffen-SS, vis-à-vis vom Bahnhof. Und da hat er sich da drinnen immer unterhalten, ein Gläschen Bier getrunken, weil er hat ein Mädel posiert, die hat in der Küche gearbeitet. Ich glaube, die war von Reichenberg, wenn ich mich noch erinnere. Und da hat er manchmal Gelegenheit bekommen, mit dem Mädel zu sprechen. Eines schönen Tages sitzt er beim Stabzimmer, der Obersturmführer Seidler, noch nie gefallen der Name, mit der in Fahrbereitschaft gekommen ist, da hat er gemeint, der Hund sei in eine Hinfahrt gekommen. Da hat er sein Motorrad rein, der Häftling hat es aufgefangen, der nächste mit den Füßen rein, und er hat sich gebärdet wie ein Wilder, dass wir in Fahrbereitschaft hinter das Garagentor hingesprungen sind und haben noch ausgespitzt, was der noch alles macht. Da haben wir uns selber schon gefurchten. Und der Häftling, der Miller, Kapo Miller, der sagt, du hättest nicht einmal ein Bild daheim an der Wand, wenn wir nicht gewesen wären. Du hättest nicht einmal einen Schrank im Schlafzimmer. Du hättest nicht einmal ein Bett zum Neinliegen. Alles haben wir dir organisiert. Der Seidler sei aufgestanden, der Miller Patsch, und haben mal solche geschmiert, dass er unter den Tisch nicht geflogen sei. Dann haben ihn die Offiziere und die, die es gesehen haben, überwältigt. Und der Miller ist ins Lager gekommen
Und der Hauptscharführer Fritsche ist mit mir manchmal nach Katowice gefahren im Verpflegungswagen und hat für die Fahrbereitschaft Ersatzteile besorgt, hat erzählt, jetzt sind es 6 Wochen. Der Kaper Miller sitzt immer noch im Stellbunker. Dann haben wir gesagt, wir drei, ich und der Schulz und der Fritsche, was hat der Miller eigentlich geleistet an diese 6 Wochen? Wenn er 6 Wochen im Stellbunker aushält, dann muss er jeden Tag einen umgebracht haben, haben wir gesagt. Herr Zeuge, nach einigen Tagen, nachdem Sie gekommen waren, haben Sie am 28. Februar gesehen, wie ein Appell auf der Lahrerstraße stattgefunden hat. Jawohl. Wollen Sie uns davon etwas sagen? Ich weiß nicht, hat das Hohe Gericht einen Einblick von meinem Innersten hier bezeugen? Anständige Menschen bezeugen meine Ehrlichkeit und meinen guten Willen in Auschwitz. Ich habe mir die letzten Tage nachts gar nicht mehr geschlafen. Mir träumt von Auschwitz. Manchmal bin ich selber Häftling. Ich wundere mich eigentlich, dass ich heute noch lebe. Oft haben die Häftlinge der Fahrbereitschaft gesagt, Herr Richard, Sie müssen Obacht geben. Wir geben schon auf ihn Obacht. Sie brauchen nicht auf uns Obacht geben, habe ich gesagt. Ja, ich gebe auf euch sowieso ja gar nicht Obacht. Aber haben sie gesagt, ich soll vorsichtig sein, es sei schon so gefährlich. Alles spricht schon von mir. Vielleicht ist doch ein Häftling mal dabei, der wo etwas verrät, was ja auch schon vorgekommen ist, was ich auch weiß. Ich möchte das Hohe Gericht bitten, vielleicht darf ich das hier mal runterlesen. Ich glaube, dass ich alles so zusammengefasst habe, was ich gesehen und was ich gehört und was ich so ungefähr weiß. Ja, Herr Zeuge, das kann ich Ihnen leider nicht gestatten. Sie können zwar Ihre Notizen benutzen, um Ihr Gedächtnis zu stützen. Sie dürfen uns aber nichts vorlesen. Sie müssen uns das frei sagen, was Sie wissen. Und uns kommt es jetzt zunächst einmal darauf an, zu wissen, was am 28. Februar gewesen ist, wie Sie damals hingekommen sind. Jawohl. Wir haben damals, weil wir uns doch noch geweigert haben, Dienst zu machen, haben wir immer beim Monopolgebäude, beim Fenster runtergeschaut. Das Monopolgebäude steht so und da geht auch Bahngleis noch runter am Monopolgebäude. Und da ist das Lager, das Hauptlager, das Stammlager. Ja. Und da ist dazwischen ein Kiesplatz. Wir schauen am Abend lieber, da stehen Häftlinge, eiskalte Nacht. Mützen ab, manchmal hat einer gehustet, das hat man gut rübergekehrt. Und es ist so bang gewesen bei uns. Ich glaube, der Lange hat es auch gesehen, der war auch bei uns und haben halt disputiert und niemand hat gewusst, warum die da stehen. In der Früh schauen wir rüber, stehen sie noch dort. Mittlerweile ist mittags durchgesickert, dass 2 Häftlinge geflohen sind. Und zur Strafe muss das ganze Lager 48 Stunden stehen. Bitte sag mir jemand, dass das nicht wahr ist von den Herren Angeklagten. 48 Stunden sind sie gestanden. Wie viele sind umgefallen? Wenn ein Häftling umgefallen sei, hat ihn der Nebenhäftling gar nicht runterschauen dürfen. In dem Moment hat er schon eine von hinten mit dem Stiefel getreten bekommen. Vom Kapo, weil der Kapo hat ja auch einen Putzen gekriegt, wenn er nicht Ordnung drin erkalter hat. Nicht? Das ist nicht immer gesagt, dass die Kapo Lumpen waren, sondern es hat Kapo gegeben, die haben geschlagen für ihr Leben oder um ihr Leben zu halten. Ich erinnere mich, ich habe mal beim Kommando gesehen, da ist der Emmerich, ich weiß nicht, Emmerich, stimmt der ja. Name, Blockführer. Kapo, komm her! Der Kapo ist hergekommen, Batsch, und hat ihm einen Pfotzen gehauen. Der Kapo fliegt um, aber der Kapo ist schnell wieder aufgestanden. Weh, wenn er nicht aufgestanden wäre. Ich weiß, was passiert wäre, aber er ist sofort wieder aufgestanden. Kannst du nicht besser schlagen? Der Kapo ist weg. Am Priegel nochmal so ein langer, gleich so dick und auf die Häftling gehauen. Kapo, komm her. Kapo, herkommen, mach den fertig. Dann hat er müssen den fertig machen. Und am Schluss hat er müssen ihm auf den Hals stehen. Ich habe gesehen, wenn ein Häftling am Boden liegt und der Kapo schlägt auf ihn rein,
Er hat noch die Schaufel in der Hand, hat immer noch so probiert, aber was er auf ihn geschlagen hat, hat er gar nicht reagiert. So stelle ich mir heute eine Ohnmacht oder eine Bewusstlosigkeit vor. Da spürt man scheinbar nichts mehr. Ich habe mir manchmal gedacht, wie ein glücklicher Umstand muss das sein, wenn man dann nichts weiß und spürt es noch nicht mehr, nicht? Wenn man tot geht. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ich weiß nicht, versteht man mich oder versteht man mich nicht, aber ich möchte bitte die Wahrheit sprechen. Nun, Herr Zeuge, damals, wie Sie die Leute auf dem Appellplatz gesehen haben, jawohl, das war am 28. Februar, haben Sie mal ausgesagt, und das scheint auch zu stimmen. Entweder am 26. oder am 28. Also jedenfalls Ende Februar. Ein paar Tage, nachdem ich hingekommen bin, um die Zeit rum war es. Ja, und Sie sagten, es war sehr kalt. Jawohl. Und am anderen Morgen standen die immer noch auf dem Platz. Jawohl. Und den ganzen Tag über und die folgende Nacht bis zum nächsten Morgen. Jawohl. Die Häftlinge wären sehr leicht begleitet gewesen, stimmt das? Ja, es war in Auschwitz verboten, hat mir der Kurzhahn erzählt, einen Pullover zu tragen im Winter. Der Kurzhahn hat Pullover getragen, aber unterm Hemd. Aber er hat gesagt, wenn man ihn erwischt, kriegt er 25 Stockschläge. Und haben Sie gesehen, dass viele umgefallen waren von diesen Leuten? Das habe ich nicht gesehen. Das haben Sie nicht gesehen? Nein, es war immer ein bisschen so neblig gewesen, auch so leicht. Und also so ganz alles genau hat man nicht, aber die Häftlinge hat man sehen stehen. Das ist ja, ja, eine große Masse. Hat Ihnen jemand später erzählt, dass viele der umgefallenen Häftlinge erfroren seien? Ja, das hat man gesprochen. Hat man gesprochen? Jawohl. Aber Sie wissen nicht, wer es Ihnen erzählt hat? Ja. Und Sie wissen auch nicht, wie das festgestellt worden ist, dass unser SS-Leute ist ja gesprochen worden unter dem Lange, unter dem Bublitz, der war von da oben von der Ostsee. Ich weiß nicht mehr, wie er mit dem Vornamen geheißen hat. Das war auch ein sehr weicher Mensch. Der hat einmal runtergeschaut und hat gesagt, ich muss brechen. Und ich habe gesagt, ja. Aber der hat tatsächlich brechen müssen. Also so schlecht ist dem wurde. Da hat ein Häftling, ein Kapo, hat auf einen Häftling mit der Schaufel nicht geschlagen. Und am Monopolgebäude, wenn ich gelesen habe, und da schaue nicht. Und da ist so die Rampe und dann das Schienengleis und der Kiesplatz. Und der haut die Schaufel auf ihn rein und die Schaufel bricht ab. So ist sie abgebrochen, so schief rüber. Und der stoßt ihm am Boden den Stiel im Bauch rein. Und der Häftling hat den Stiel gehalten. Und der Kapo wollte den Stiel rausziehen, der lässt ihn nicht rausziehen, der hat einen kalten. Und das haben wir so deutlich gesehen. Und dann ist er auf dem Fuß aufgestanden, hat der Stiel rausgezogen und dann ist der Häftling liegen geblieben. Das war ungefähr morgens um 9 Uhr rum. Und um 10:30 Uhr hat er sich nicht mehr bewegt. Und dann sind die ersten Häftlinge sind so hingegangen und haben den Kittel runtergezogen. Der andere haben das Hemd gezogen und die Hose haben sie mir angelassen und so ist er dann tot gelegen. Und am Mittag haben sie damals an dem Morgen, ich glaube, 8 oder 10 Häftlinge, eine große Zahl, tot reingetragen. Zwei so lange Holzpriegel, dauernd auf der Achsel, der und der auf der Schulter. Und zwei Brettel rum und da sind zwei drüber gelegen. Und so sind mehrere, das war die sogenannte Strafkompanie. Und da haben sie das Lied gesungen, das hat geklungen, so hohle Stimmen. Wie wenn Tote jetzt reinmarschieren und singen. Mittags sind sie zum Einmarsch gegangen, haben die Häftlinge reingetragen und haben gesungen. Lasset uns singen und fröhlich sein. Das Lied, das habe ich ja 1000-mal gehört. Tja. Haben Sie gehört, dass dieses Appellstehen veranlasst worden ist, weil ein Häftling geflohen war? Ja, wie bitte? Einer soll geflohen gewesen sein. Und zwei Häftlinge seien geflohen gewesen. Ja, da hätte man sie so lange stehen lassen wollen, bis er wieder ergriffen war. Jawohl. Später aber es bloß mehr 2 Stunden stehen lassen. Später weiß ich auch noch, hat man gleich wieder die Sirene, wenn man hat gewusst, dass er erfolglos ist oder was, hat man es noch früher wegtreten lassen. Also später hat sie das so nicht mehr auf die Linie. Aber 2 Stunden sind sie auch aufgestanden. Und wissen Sie, wer das damals veranlasst hat, dieses Appellstehen von den Häftlingen? Ja, wahrscheinlich wird das der Kommandant gemacht haben. Das war ja der Höchste. Wenn es der nicht erlaubt, können sie es ja nicht machen, denke ich mir. Kann das nicht der Schutzhaftlagerführer auch machen?
Ja, das war, das, da habe ich keine, das wissen Sie seine nicht Kompetenz, das weiß ich nicht, wie weit das geht bei dem. Also. Dann haben Sie mit einem gewissen Johnny eine Auseinandersetzung gehabt, jawohl, oder was? War das ein Oberkapo? Ja. War das der, der diesen Schaufelstiel da auf den anderen gelegt hat? Nein. Nein? Was hat denn der sonst gemacht? Der Oberkapo Johnny, wie ich immer beobachtet habe, hat nur mit Mund getätet, Befehle. Da hat das Kommando drunter stehen können, zum Beispiel Kieskommando, die Schubkarren, wo sie gehabt haben, die vierige, die Kasten. Da ist er so vor ein Podium aufgeguckt gewesen, so ist er drüber geguckt und hat so einen Stecker gehabt und hat gesagt, Karren hebt, Karren sinkt, Karren hebt, Karren sinkt, Karren hebt, Karren sinkt. Auf Kommando, Verfriebungen gemacht sozusagen. Dann so, und der, der nicht mitkommt, ich habe mir das Kapo Handy und der Kapo nicht, sondern auf ihn reingeschlagen immer. Dann bin ich in der Früh mal rüber zur Fahrbereitschaft, zur SS-Kirche gelaufen. Da kommt der Johnny, hat er mich gesehen. Sagt er, morgen, Herr Sturmmann. Dann hat er gesagt, bei mir war noch ein Kamerad auch dabei gewesen. Sagt er, morgen, Herr Sturmmann. Dann hat er gesagt, du brauchst mir noch grüßen, du Massenmutter. Sagt er, Herr Sturmmann, ich bin kein Massenmutter. Ich muss. Dann hat er gesagt, ja, du musst, du Spitzbuben. Dann hat er gesagt, ja, sei still, komm. Und haben mich gleich mitgezogen. Dann hat er gesagt, komm, mach keine Dinge, das darfst du nicht sagen. Nicht? Ja, aber gemeldet worden ist damals nicht. Nein. Passiert ist Ihnen damals nicht. Auch nicht. Nun, haben Sie mal gesehen, oder hat sich diese Szene, die Sie uns eben geschildert haben mit dem Schaufelstiel, hat die sich ereignet, wie die Leute da unten in der Kiesgrube standen oder ein andermal? Nein, die haben da unten gearbeitet, es war ja gefroren und war kalt und hat Schnee auch noch gehabt. Die haben doch an der Kiesgrube, haben sie immer Kies rausgemacht. Da war so ein ganz großer Trichter drin, da wo sie Kies rausgemacht haben. Sind Häftlinge oft drunter gestoßen, drunter gestanden und haben von unten noch da hergeschmissen, da her, da wieder weiter rauf. Und manchmal, wenn die Kapo gerade, wenn es heiß hergegangen ist, so wie bei mir Bett zum Beispiel. Ja. Wie viel hat man untergeworfen, wo da unter das Wasser war? Wie viel sind da ersoffen? Wie hat man die Häftlinge dahinter an den Schlagbaum, gerade am Eck vom Lager hinten dort? Das Lager ist da, ganz da hinten auf der Karte. Ja, da hinten dort, da fließt die Sola runter. Oben ist die Sola, ganz oben an der Karte. Gehen Sie mal hin, sehen Sie es mal an. Bitte. Hier ist der Haupteingang. Ja. Und hier ist der Kiesplatz. Ja. Hier ist das Monopolgebäude, so her. Ja. Und da war der Kiesplatz. Und hier war so ein kleiner, so ein langer so ein Schlagbaum, so ein Balken, den man rauf und runter hat können heben. Und so fließt doch die Sola hier. Ja, ganz recht. Also, jawohl, hier ist die Mauer runter. Ja. Und hier muss wo die schwarze Wand sein, zwischendrin. Rechts mehr. Da, ja. Ja, und in dem Block war ich. In dem Block bin ich gewesen. 13 war das. Ich habe immer gemeint, das sei Block 24 gewesen, wo ich war. Und hier hat es der Mirbet die Kapo auftrieben, gell, und los. Und die haben drauf reingeschlagen und den Schlagbaum aufgemacht. Und die sind die Häftlinge mit der Kinder hinausspringen. Und oben, hier war ein Postenturm und dort war auch einer gewesen. Da herum. Ja. Zu der Weite ungefähr. Da haben die von oben runter gepfeffert. Da ist kein Basel und Sola runter, aber die haben sie von der Sola haben sie es noch rausgeholt. Jetzt ist keiner durchgekommen. Das war alles bloß markiert, dass sie haben die gemeint, sie kommen. Ja, aber wie gesagt, den angeklagten Mulka haben Sie sonst näher nicht mehr erlebt, mit Ausnahme das eine Mal, wo er in die Werkstatt oder in die Fahrbereitschaft gekommen ist. Aber mehr wissen Sie von Nein, ihm nicht. Kann ich nichts sagen. Ja. Und von dem angeklagten Boger, wissen Sie da etwas Näheres, als dass er ein gefürchteter Mann im Lager war? Ja, gesehen habe ich nichts, aber sonst aus, haben Weg, Sie... aus Weg ist ihm jeder gegangen, sogar SS-Männer. Ja. Wer das Mädchen damals war, das dieses Lied Stern von Rio gesungen hat, das wissen Sie nicht? Weiß ich nicht, nein. Ja,
Ich hätte an den, ja, bitteschön. Und der Cabo Jakob hat mir erzählt, dass er früher der Trainer gewesen sei vom Schmeling. Er hätte. Ich verstehe nicht, der hat Ihnen erzählt, dass. Er früher der Trainer vom Schmeling gewesen sei, ja. Hat er mir erzählt auch noch nicht. Ja, ich glaube, das stimmt. Das unterhalten. Das wurde allgemein gesagt. Haben Sie auch den Angeklagten Kaduk gekannt? Jawohl, Kaduk kenne ich noch als Unterschaf hier sogar. Als Unterscharführer? Jawohl. Und was hatte denn der für eine Befugnis? Der Kalit, der Kaduk, das war der Nachfolger von Palic. Ja, als Rapportführer oder was? Der Kaduk ist doch in Königshitte. Ist Königshitter. Ja. Ich lese immer Berlin. Wie der Palic? Ja, der Kaduk. Der Kaduk. Der Kaduk ist zurzeit hier. Ach so, ja, aber der ist doch Königshitter. Ja, ja. Weil ein Häftling von Königshitte mit Vornamen Hans, der könnte auch ausfindig gemacht werden von der Fahrbereitschaft, hat mir öfters gesagt, der Kaduk ist ein großes Schwein, wie der die Menschen misshandelt und wie der drauf ist, wenn jemand Polnisch spricht. Früher durfte man in Königshitte nicht Deutsch sprechen und jetzt darf man nicht Polnisch sprechen, hat er immer gesagt, der Hans. Der hat mir mal geschrieben vor 2 Jahren, aber ich habe den Brief verleckt und ich weiß, es ist sehr schade. Er hat geschrieben, er sei nach Tarnow gefahren zu einem polnischen Offizier, zu einem Hauptmann. Oschika hat er geheißen. Der hat auch bei uns in der Fahrbereitschaft gearbeitet. Und sie hätten beide geweint über meine Zeilen. Und der Oschika hätte gesagt, der Richard hat einen Mut gehabt, dem sein Mut war, nicht zu brechen. Und ich wusste, dass sie beide an das denken, wo ich damals den Unterstumpf hier Wiegern, dann Lumpen und dann Spitzbuber Kaiser habe vor polnischen Offizieren. Und an das haben die wahrscheinlich gedacht, wie sie mir so geschrieben haben. Nicht? Der Oschika wohnt in Tarnow, das wäre auch ein guter Zeuge. Ein langjähriger Häftling, der wo viel erlebt und viel gesehen hat. In der Fahrbereitschaft war es allerdings ein bisschen locker. Da sind die Häftlinge ein bisschen besser behandelt worden. Erstens, wo ich hinkommen bin, die ersten 14 Tage, da war ich Fahrdienst, Werkstattleiter, habe ich bei mich betitelt. Und da habe ich halt mit den Häftlingen so langsam Feelung aufgenommen, gell? Und der eine, der hat was Schönes machen können. Noch einer hat mir dann einmal so einen schönen Brieföffner gemacht, achteckig, aber ein Kunstwerk. Und so habe ich halt zum Cabo mal gesagt, Cabo, Sie brauchen die Häftlinge nicht schlagen, gell? Hat er so geschaut, sagt er, das können Sie das bestimmen? Er hat gesagt, aber ich will das nicht sehen. Das mag ich nicht haben, sagt er, wie muss man mal einen hinschlagen, wenn er seine Arbeit nicht richtet? Und er hat gesagt, die brauchen nicht schlagen, ich will das nicht sehen. Und habe ich die Häftlinge immer Zigaretten gegeben, gell? Und auf einmal kommt der Cabo und sagt, Herr Beck, wenn Sie Zigaretten haben, dann geben Sie es mir, die brauchen Sie die Häftlinge gar nicht geben, ich gebe schon dem, der was verdient. Und er hat gesagt, nein, die werden Sie selber verschieben und verrauchen. Nein, die rauchen die, wo es ich gebe, habe ich gesagt, die kriegen ja auch eine, habe ich gesagt, nicht. Und ist dann ein neuer Kapo gekommen mit Namens Miller. Er hat zuerst auch ganz energisch mich da durchgreifen und habe ihm auch gleich gesagt, und ich gesagt, hören Sie mal, ich habe gesagt, Kapo, die brauchen es gar nicht schlagen, das muss gar nicht sein, das geht so auch. Das ist doch die arme Menschen nicht noch blau, gell? Sagt er, ja, wenn sie, aber wenn der Alte oder so, und er hat gesagt, das spielt ja keine Rolle nicht so, aber ich muss sagen, das war ein Mann von Muster, der hat die Häftlinge geschont, beschont, wo er konnte. Und wenn es mal nicht sein, anders sein könnte, dann hat er ihm halt eine Sicht eingeschlagen, aber bloß so pro forma, damit der Alte gemeint hat, er sei ihm denen schon so, wie es sein. Haben Sie von dem Kaduk irgendeine persönliche Kenntnis? Ich meine, dass Sie etwas gesehen haben, selbst gesehen haben, was er gemacht hat. Ja, am Samstag einmal musste ich noch, da habe ich schon den ersten Verpflegungswagen gefahren, das war, glaube ich, 1944 rum ist gewesen. Auf jeden Fall war schon das sogenannte links das erste Gebäude, wo die Mädler drinnen waren, das Friedenhaus, wie man es betitelt hat. Da sind ja gar keine Häftlinge eingegangen. Der Kurzian hat mir einmal gesehen, er sei mal droben gewesen. Dann hat er nur eine Zigarette geraucht und sei wieder gegangen. Er hat zittert am ganzen Leib und sei so schwach gewesen. Das sei ihm bloß nur die Cabo eingegangen, hat er mir gesagt, nicht wörtlich. Ich fahre dahin ans Lagertor und bin ein bisschen spät dran und habe noch etwas Häftlingsverpflegung, die muss ich noch einbringen. Das Tor war schon geschlossen. Jetzt ist das Tor aufgemacht worden, da kommen noch 2 oder 3 Häftlinge sind gekommen, gell, sind noch rein. Der Kaduk ist hingegangen und hat ihm ausgesagt, gell, und da ist was rausgefallen. Ich muss ja Zigarettenstumpen, wenn mit da ist.
So was ist gewesen, weil ich war ja noch heraus am Lager, ich konnte ja noch nicht rein. Nicht? Und auf einmal geht der Herr und haut den Häftling ohne rein und der fällt um. Und der Häftling ist wieder aufgestanden und er hat ihm nochmal eine hingehauen und er ist schon wieder umgefallen, der Häftling. Und hat oben das Mädel runtergeschrien. Das ist aber furchtbar, sowas. So einen Menschen, hat sie gesagt, so macht man es ja nicht einmal im Tier. Und hat halt ziemlich lautes Mundwerk hat sie gehabt. Und der Kado hat so aufgeguckt und gesagt, dir komme ich auch noch da drüben. So ähnlich, nicht? Aber dass er irgendeinen totgeschlagen hätte, das haben Sie gesehen nicht? Nein, das kann ich nicht bezeugen. Haben Sie von den Häftlingen gehört, dass er sehr gefürchtet war und dass er einer der gefürchtetsten gewesen ist in dem Lager? Jawohl, das habe ich gehört. Das haben Sie gehört. Haben Sie einmal im Lager gesehen, dass da neue Häuser gebaut worden sind? Also man hat das Lager doch ausgebaut nachher, nicht? Im Jahr 1942. Ja, das Stammlager, ja. Das Stammlager war ja nur ein Stock hoch ein gewesen Stock. Am Anfang. Ja. Und wo ich hinkommen bin, waren schon verschiedene Blöcke aufgestockt. Ja. Aufgestockt. Und haben Sie auch gesehen, dass neue Häuser dort gebaut worden sind? Dass man neue Baugruben ausgehoben hat und neue Blöcke gebaut hat? Ja, einmal an der Fahrbereitschaft heran ist ein großer viereckiger Aushub gemacht worden. Ja. Und damals sind am Samstagnachmittag, habe ich Fahrer vom Dienst gehabt, gell, ja. Habe ich hinter beim Fenster losgeschaut und gesagt, hey, jetzt haben die Kapo Straufarbeit. Und da war ein Kapo dabei von der Landwirtschaft, ein großer, schöner Mann. Also ein Gesicht hat er gehabt, ich glaube, der hat keiner nie beschauer, immer ein lächelndes Gesicht und als mutige Kerl habe ich mir so vorgestellt. Und der war auch bei denen, wo Strafarbeiter machen müssen. Und oben war der, glaubt er, Emmerich war es, oben der Blockführer. Der hat die Kapo unten angespannt. Und die haben immer über die Kapo reingeschlagen. Ich habe dann mit meinen Kameraden so gesprochen, haben sie gesagt, die haben Strafarbeit, weißt, bei denen kommt zu wenig vor. Erstens sind sie ein bisschen zu lau mit den Häftlingen und so weiter und so weiter. Und am anderen Tag haben die Häftlinge auch noch gesprochen, davon am Montag, und haben gesagt, die Häftlinge, die am wenigsten Todeliste haben, nicht, die sind alle, die Kapo sind zur Strafarbeit gekommen. Und so oft der Kapo von der Landwirtschaft einen eingekriegt hat mit dem Priegel, wo der Ober immer, Blockvier immer drauf gedient hat, hat sich der so umgedreht und hat gelacht. Das war ungefähr 2:30 Uhr, um 2 Uhr ist angegangen, der Dings, der Karneval, hat man gesagt. Um 3:30 ist der große Kapo schon drüber gelegen. Man hat gesprochen nachher, mit lächelnden Lippen sei er in den Tod gegangen, so mutig sei der quer. Aber auch die anderen sind drüber gelegen. Sie sind alle dort geschlagen. Die eigenen Kapo, die dort schlagen müssen. Ich will aber nicht behaupten, dass die Kapo schlecht waren, die, wo das gemacht haben. Wer kann mich verstehen jetzt? Ich will mein Leben retten. Ich hätte es nicht retten wollen. Ich habe oft gedacht, Herrgott im Himmel, wenn ich sterben muss, dann sterbe ich gern von diesen armen Menschen. Darum habe ich auch immer wieder Briefe geschmuggelt. Immer habe ich das gemacht, was falsch ist. Und heute ist es richtig. Nun, ich wollte von Ihnen wissen, haben Sie mal eine solche Baugrube gesehen, wenn da die Häuser gebaut worden sind? Ja, bei uns an der Fahrbereitschaft. Ja. Da dran. Wie hat es später geheißen? Ich glaube, ja, das war aber außerhalb des Lagers. Schädlingsbekämpfung. Ja, das war aber außerhalb des Lagers, gell? Ja, außerhalb des Lagers, ja. So quer und rieber. Im Lager selbst, haben Sie da auch mal gesehen, dass da ein neuer Block gebaut worden ist, dass da eine Baugrube ausgehoben war? Nein, das weiß haben ich Sie nicht. Haben Sie nicht gesehen? Nein, alles habe ich auch nicht gesehen. Sind noch Fragen an den Zeugen zu stellen? Bitte schön. Mit welchem Dienstgrad kamen Sie denn nach Auschwitz? Ich kam nach Auschwitz als SS-Mann. Und mit welchem Dienstgrad sind Sie von Auschwitz weg? Als Unterscharführer. Wie hieß der Müller mit Vornamen? Der Kapo Müller. Das weiß ich nicht. Und der Kotschuk, wie hieß der mit Vornamen? Kotschian. Der Kotschian, Stanislaus Kotschian. Seine Adresse, der ist in England, der wollte mich, voriges Jahr wollte er mich besuchen, im Juni, das zweite Mal. Und jetzt mal bin ich nicht zu Hause. Der hat eine große Fabrik in England, ja. Hat gute Heirat gemacht, gell? Dann haben Sie Himmler mal in Auschwitz erlebt.
Ja, da war ich jedes Mal mit der Verpflegung und Verpflegung in Katowice. Aber ich weiß, dass Himmler... Da muss ich Ihnen vorhalten, Sie haben uns aus einer Zeit, zu der Himmler ausweislich Blatt 294 der Anklageschrift in Auschwitz war, nämlich 1. März 1941, sehr genau geschildert, was Sie alles gesehen hätten mit dem Lager, das damals 48 Stunden im Freien gestanden habe. Jawohl. Ja, und von Himmler, von der Besichtigung haben Sie nichts mitgekriegt? Von Himmler? Ja. Ja, bitte, von welcher... Der war am 1. März 1941 in Auschwitz. War in Auschwitz. In Auschwitz. Und Sie haben vom 28. Februar, haben Sie erzählt, dass das Lager da zwei Tage da gestanden hätte. Ich weiß, dass Himmler in Auschwitz war um die Zeit rum und dass die Häftlinge geweint haben und haben gesagt, Himmler sei ins Lager reingelaufen und haben nur den Besichtigungsblock angeschaut. Und die Häftlinge haben geweint, weil er nicht in ihre Stuben reingeschaut hat. Weil da Leute zum Teil noch, also ich weiß bestimmt, dass Leute zum Teil auf dem Boden gelegen sind, nachts. Gar kein Tisch und kein Stuhl. Nein, es dreht sich mir um etwas anderes. Ja, bitte. Sie sagten, dass gerade in der Zeit, in der die Besichtigung von Himmler unmittelbar bevorstand, dass da soll nach Ihrer Aussage das Lager 48 Stunden lang im Freien gestanden haben. Das erscheint mir einigermaßen unwahrscheinlich, denn von der Besichtigung wird meistens ein bisschen was hergerichtet. Das habe ich ja gar nicht behauptet. Doch. Was habe ich behauptet? Bitte. Ich halte Ihnen vor, dass am 1. März Himmler da war. Sie haben uns aber erzählt, dass am 28. Februar das Lager 48 Stunden im Freien gestanden hat. Ich sage nochmal wörtlich, bitte, am 26. oder am 28., also ein paar Tage nachdem, wo wir nach Auschwitz gekommen sind. Und das, aber von einer Besichtigung vom Himmler oder von Antreten, irgendwas, ist niemand... Haben Sie nichts gemerkt, so? Ist gar niemand angetreten. Schildern Sie es doch bitte mal, was Sie bei Ihrer früheren Vernehmung erlebt haben bei einer Vergasungsaktion. Jawohl. Von der ersten, bitte, gell? Nein, wo Sie dabei waren. Wo Sie mit dem Wagen mit hingefahren waren. Jawohl. Der Helblinger war zu mir eigentlich ein ganz guter Kamerad. Wohl habe ich vorige Woche gelesen, dass Helblinger fast keine Aussage gemacht hat. Ich staune. Helblinger hat mindestens jeden Tag das gesehen, was er mir damals die Möglichkeit gegeben hat, zu sehen. Also der Helblinger sagt zu mir, Morgauber, kannst du mit mir dann ausfahren, da kannst du bisher, wenn der Transport einläuft, dann hol dich. Wie es mit den Transporten einlaufen war, das habe ich ja schon einmal gesagt und das wird wahrscheinlich auch jeder wissen. Wenn der Fahrer von der Fahrbereitschaft einen Telefonanruf kriegt, hat oben von der Fernsprechstelle oder wie das geheißen hat, da hat es geheißen, Transport ist eingelaufen. Wo ich das erste Mal gehört habe, habe ich gar nicht gewusst, was das bedeutet. Da sagt er mir, was ist los? Und ich gesagt, oh, da sei Transport eingelaufen. Was heißt denn das? Sagt er, was auch nicht. Machen wir ein Bälle wieder. Sag ich, bitte, Transport ist eingelaufen. Und ich gesagt, wie? Er sagt das wieder. Den Kommandantenwagen vorfahren. Jawohl. Dann bin ich hinterher, dann habe ich den Kommandantenwagen angeguckt, dann bin ich reingeguckt, dann denke ich mir, wo lässt man denn den anlaufen? Ich konnte gar nicht finden, wo man anlaufen lässt. Jetzt bin ich zu dem einen vor zum zweiten Fahrer vom Dienst. Sagt er, ich weiß auch nicht. Ja, was machen wir da? Sag ich, spring lieber in ein Ding in die Unterkunft und sag, der oberscharfe Häger soll rumkommen. Dann ist man lieber, dann ist der rumgekommen, hat der da unten reingelangt und hat gesagt, da hin geht er und hat er von Knopf gesagt, ja, so ein Blödsinn, das habe ich auch noch nie gesehen. Nicht? Und sind wir vor, ich habe den Wagen vorgefahren, der Kommandant ist schon rausgestanden, ist in den Wagen reingestiegen und ist alleinig weggefahren. Ich bin rübergelaufen zur Fahrbereitschaft wieder. Und jetzt sagt der Helblinger zu mir, ich kann mit ihm rausfahren. Also bin ich mit dem Helblinger rausgefahren. Das war noch nicht das, wie in Burgenau drin im Lager, sondern das war noch heraus gewesen. Da ist vom Bahn, wo der Zug stand ist, ist so schief runtergegangen. So wie ich mich erinnern kann, es war dunkel, es war abends, es war ungewiss gewesen, 9 Uhr, kann auch 9:30 gewesen sein. Und jetzt sind die Häftlinge alle rausgestiegen, aber dann haben sie mir so noch runterhupfen, da ist das gar kein Ding wert zum Rahlaufen. Der Transport, das weiß ich noch ganz genau, der war von Holland. Das war eine so von den ersten Transporten, rum ist das so gewesen, also von den, mal gesagt, von den besseren Juden. Ich habe gesehen, Frauen haben getragen, ich glaube, jede vierte Frau oder jede dritte Frau, Persianermäntel, schön gekleidet. Die Männer alle sehr sauber gekleidet. Der Zug war ein Schnellzugs,
Schnellzugwagen, ganz schöne Wagen gewesen. Nicht so wie andere kommen sie mit Gießerwagen. Und da haben die LKW dort gestanden dann, von uns, von der Fahrbereitschaft, und da haben sie so große Treppen hingeschoben, die Häftlinge. Und da sind die Leute aufgestiegen auf den LKW und haben sie voll gestanden und hinter die Klappe zugemacht und da sind sie dann ausgefahren, wo so alles so bereits vorüber waren. Mittlerweile ist manchmal eine Frau hergekommen und hat gesagt, krank. Na, hat der Helblinger gesagt, nix, da kannst du da rüber nicht. Dann hat er gesagt, na, nix, da rüber. Und habe es auch auf der Wagen, auf dem Fut. Der konnte seinen Wagen gar nicht nehmen, nicht, weil das war, habe er bloß markiert mit dem Sanitätswagen. So viel weiß ich ja schon. Auf einmal hat es gesagt, jetzt geht's los. Dann sind wir losgefahren, dann sind die in der Helblinger rausgefahren. Die Lastwagen sind schon voraus und im Lichter haben wir das Licht zu, sind wir nachgefahren. Das war das frühere Burgenau, die Ortschaft, das weiß ich, so viel habe ich mich orientiert. Es ist nur ein Haus gestanden, also ein langes Bauernhaus war es. Hinter dran an dem Bauernhaus waren zwei große Tieren dort. An der Seite, das habe ich erst aber nachher gesehen, wo die sich entwickelt hat, da war ein rundes Loch und das Tierli war auch rund, wo man aufgemacht hat. Jetzt sind wir reingegangen, da sind entweder vier oder fünf große Baracken lange gestanden. So herrieben. So ist das Bauernhaus. So ist das Bauernhaus. Und so da heranauf waren die Baracken gestanden. Also ist ein vielleicht 20, 25 Meter bis dann über, oder? Sind wir in die Baracke rein? Ich staune. Da stehen die Leute so hoch auf der Kleidung drüber. Lauter Kleider, Mäntel, alles. Hosen, nicht, weil sie alles und so Bretter haben so rauf gewesen, so in der Länge so. Und jetzt stehen wir da so da, jetzt habe ich halt so gut, nicht. Da läuft mal wieder ein Block 4, da läuft mal wieder so ein SS und der Schaf 4, ein Stock gehabt von einem Juden, der wohl scheinbar abgenommen hat und hat es mal angestockt. Das hat ausgeschaut wie so ein Handwerksbus, so ist mir das vorgekommen. So ein Soldat mit dem Stock da nicht, und dem Pistol da haben. Jetzt schaue ich so dahin. Dann sagt er, das sind schon hinaus zum Baden. Komm, jetzt gehen wir rüber. Dann sind wir rübergegangen. Dann sind gerade so die Letzten eingelaufen. Die sind alle von der Baracke raus, nackt, und sind noch da rübergelaufen. Da war so ein Däfel dann, so ein Schüttle zur Desinfektion. Ganz genau, zur Desinfektion. Dann sind sie rüber und haben die Tiere zugemacht. Nach einer Weile sagt der Ding, der Helblinger, guck. Jetzt bringen sie noch Kinder daher. Jetzt haben die Leute scheinbar die Kinder unter drinnen, die haben die Kleidung ein bisschen zudeckt und versteckt. Jetzt haben die Häftlinge, die da mitmachen müssen, die Kinder nachgebracht und rüber und die aufgemacht, die Kinder reingeschmissen und zugemacht. Und jetzt haben die geschrien drinnen. Und in dem Moment ist einer an der Leiter aufgestiegen, zu dem runden Loch, als S-Mann war es, und hat da oben hat er so gemacht, meine, so was, und hat die Pixel da reingehoben und hat da so geschüttelt, es hat so gekleppert. Und hat dann das Tierle wieder zugemacht und dann hat es geschrien. Vielleicht 10 Minuten lang, ich weiß nicht. Und dann haben wir eine Weile gewartet, man war gespannt, gell, und ich sagte zum Helblinger, mir war es ganz schlecht, glaubst du das? Mensch, wenn ich noch gar nicht mit raus wäre, sagt er, sei still, nichts sagen, du bist mein Beifahrer, nichts anmerken lassen. Ich meine, du sagst, du gehörst zu mir nicht, du darfst dir nichts Ding, dürfte nicht sein, also, dass er mich mitnimmt. Jetzt haben sie die Häftlinge dann die Tiere aufgemacht und dann bin ich hin, habe so reingeschaut und habe gesehen, dass alles durcheinander ist. Da war ja der Fuß da durch gehabt. Bei einem habe ich gesehen, da hat gleich der Finger da drin gehabt, bis im Auge so weit, beim anderen. So haben sich die alle verkrampft und dann sind die Häftlinge hin, so ein blauer Dunst ist noch so gewesen, oberum so. Und geschwitzt müssen die Halle haben. Ganz heiß ist da rausgekommen. Dann hat er die Häftlinge, haben sie so packt rausgezogen und auf den Leiterwagen aufgeworfen. Und wenn sie immer voll war, haben sie es weggeschoben, so dahinter rüber. Wohin weiß ich nicht. Und nachher hat man gesagt, sie schmeißen es dahinter, wo in den Graben ein. Da sind die Krematorium ja noch nicht so gestanden. Dann sind wir wieder zurückgegangen. Also die Nächste ziehen sich wieder aus. Da sind wir auch so reingestanden, gell? Dann sitzt der Mädel so auf die Kleider so dran und hat so geguckt, nicht? Dann geht der SS-Mann hin und sagt, willst du nicht baden, du ziehst dich nicht aus. Dann hat sie es so gemacht und hat uns angeguckt und gelacht. Dann ist er weggelaufen. Da sagt der Helblinger, Karl, jetzt musst du gucken, jetzt gib Obacht. Da hat tatsächlich, er bringt zwei Häftlinge mit, die gehen hin, reißen das Kleid runter, den Mädel, und hierüber packt und hierüber rausgeführt und auch daneben. Dann sehe ich den Dr. Schilling. Das war ein grauhaariger Mann, ist schon quer, hat so komische Brille hat er gehabt.
Der sagt zu der Frau, was auf jeden Fall auch, ob sie nicht ausziehen will, nicht baden. Da sagt eine bessere Frau neben dort, die hat einen schönen Mantel gehabt, sagt sie, sowas sind wir gar nicht gewöhnt, hat die gesagt. Also so in dem Dialekt, sowas sind wir gar nicht, ja nicht gewöhnt. Dann hat er mal gesagt, das glaube ich schon, dass du das nicht gewöhnt bist, hat er gesagt, wo du herkommst, nicht so ähnlich. Und dann sind die Häftlinge hin und hat der alte Frau genau, nur etwas Schilling, ist zu der Frau nochmal hin und hat der alte Frau eins ins Gesicht geschlagen. Und nachher sind Häftlinge gekommen, hat der genauso das Quandra gerissen und hat sie auch noch geführt. Aber ich sage Ihnen, die Frau war so mager gewesen, dass ich direkt einen Engel gehabt habe. Also das andere will ich jetzt nicht mehr sagen. Ich habe zu Hause meine Frau, glaube ich, 4 Wochen lang gar nicht mehr angeschaut. So bin ich da auch mehr beeindruckt gewesen. Und dann sind wir rüber, haben sie wieder zugemacht. Und dann bringen 4 Häftlinge nochmal 2 Frauen nach. Und dann haben sie nicht mehr aufgemacht, haben sie es bloß an die Seite hingeführt. Und der Hauptscharf ihrer Moll war da gestanden und hat so ein kurzes Gewehr gehabt. Das hat aber gar nicht geknallt, so wie Luft hat das da. Und hat hinterher gehalten und die haben es umgeworfen, der Häftling, und die nächste auch wieder hinterher geschossen und auch umgeworfen, in Schnee, dann sind sie im Schnee drin gelegen. Da habe ich ganz genau habe ich das gesehen. Und ich habe dann zum Häftling gesagt, komm, jetzt gehen wir heim, ich halte es nicht mehr aus, ich muss ja morgen früh wieder wegfahren um Verpflegung. Und da bin ich nachts um 1:30 bin ich heimgekommen. Ich bin mit ihm noch im Sanitätswagen, bis in Fahrbereitschaft, nein, bis in Garage zum Rausstieg. Und ich gesagt, Karri, was ich hier gesehen habe, mein Mann, ich gesagt, jetzt reicht es. Das ist ja was Furchtbares. Ich habe gesagt, ja, mein Mensch, kannst du da mitmachen? Ich kenne das nicht, habe ich gesagt, boah. Sie haben vorhin, darf ich nochmal fragen? Sie haben vorhin gesagt, dass ein Schild zur Desinfektion da gehängt Jawohl, hätte. Das ist ja so dran gewesen. Hier waren die Baracken, hier war das lange Bauerhaus gewesen, gell? Das war innen ausbetoniert. Und da dran ist so ein Däfel gewesen zur Desinfektion. Ja, und was glauben Sie, für wen das Schild da hingehängt war? Für die SS, die da ging, oder für wen? Ja, ich verstehe nicht, bitte. Für wen war das Schild da hingehängt zur Desinfektion? Wer sollte denn da lesen, dass es da zur Desinfektion ging? Ich weiß heute noch nicht richtig, was heißt eigentlich Desinfektion. Ja, das sind Wissen der Entlausung und solche Entwesung, also Desinfektion. Mir gedacht, zum Baden. Ja, dachten Sie? Ja. Ja, Sie haben mal ausgesagt, dieses Schild wäre angebracht worden, um die Menschen im Glauben zu lassen, sie würden hier desinfiziert. Ja, zum Baden, jawohl. Das zum Baden. Das denke ich, so wären sie ja nicht so leicht reingegangen. Denn da hat sich dann eine kurze Zeit darauf ein Vorfall abgespielt. Da hat ein Apotheker gerochen scheinbar und hat geschrien, Gas, haben die Kameraden von Fahrbereitschaft erzählt. Und da haben sie die SSler umringt. Und eine haben sogar Pistole denen rausgezogen und da hätten sie damals von der Nacht bis an anderen Mittag um 12:30 hätten sie gebraucht, bis sie die Häftlinge überwältigt haben, bis sie da reingegangen wären. Und seitdem, wo ich auf der Rampe war und habe die Verpflegung losgefahren, wo ich damals den Mingeli gesehen habe, hat der Mingeli doch geschrien, die Ärzte und Apotheker nach vorn, und da habe ich mir sofort gedacht, aha, damit die ja nicht Gas riechen, wenn es so nicht. Kann ich ja annehmen. Waren Sie mal auf der Rampe? In Burgenau? Ja. Ja, auch einmal. Ja, wie kam das? Ja, da bin ich am Mittwoch einmal früher heimgekommen, das war so im Sommer 1944. Ja. Ich weiß auch, wo der Transport her war. Der Transport war von Ungarn gewesen. Ja. Das war schon im Kriegs. Letzten Kriegshalbjahr ist gewesen, so um die Zeit rum, Mitte 1944. Ja. Und dann hat das Ding zu mir gesagt, der Unterstumpf Herr Wiegand, ich soll sofort rüberfahren zur Häftlingskirche und soll dort Verpflegung laden. Und dann bin ich rübergefahren in die Häftlingskirche, weil ich ja früher heimgekommen bin damals. Ich habe da auch Butter und dänische Butter und Margarine und Käse geladen in Schwindochlowitz, bei Katowice. Und bin früher zurückgekommen. Jetzt bin ich rübergefahren ins Häftlingslager rein, bin hingefahren an die Häftlingskirche. Dann haben die mir so große Kisten aufgeladen, 4-jährige mit so Handhebener. Und da waren lauter Brätler geschnitten drinnen. Und da habe ich so gestaunt, denke ich mir, jetzt werden sie aber gut empfangen, das Häftling. Ne? Das hat sich gebessert. Belegte Brote. Wie? Belegte Brote. Belegte Brot quer, ja.
Und habe ich gesagt, ja, wo muss ich das hinfahren? Und dann sagt zu mir, der Eggersdorfer hat der Kreisen, der Unterschaf hier oder was er war. Bei der Küche? Ja. Hm. Das fahrst du dann aus zur Rampe nach Burgenau. Und ich gesagt, wo ist denn das? Und er hat gesagt, das ist doch bloß da drüben ausfahren, da findest du schon hin, Burgenau drinnen. Ich habe es nicht gewusst gehabt damals, dass jetzt schon da drüben das so weit ist, nicht? Da bin ich halt da rausgefahren, und daraus habe ich noch einen gefragt, und dann fahrst du wieder rüber zum Hauptturm, fährst da rechts rüber, da bist du schon dran an der Rampe. Und dann bin ich da reingefahren, gell? Und dann habe ich schon gesehen, dass ein Zug drinnen steht, und dann bin ich da hingefahren, so, die Lokomotive war schon weg. Ich weiß, ist die so rückwärts rausgefahren, der Zug ist halt ohne Lokomotive da gestanden, das habe ich gesehen. Dann habe ich meinen Wagen, habe ich auch nicht so geguckt, so ein bisschen dumm, nicht? Dann hat er gesagt, stell den Wagen daher, dann bin ich so daher gestanden. Also, das war das Schöne, da steht der Zug. Darüber habe ich gleich den Mingele gesehen und ein paar Offiziere sind es gewesen, alle habe ich auch nicht gekannt. Mull habe ich auch gesehen, Hauptscharfier Mull. Können Sie sich sonst dann noch an erinnern, der dabei war? Ja. Der Hess habe ich nicht gesehen, der war da nicht dabei gewesen, das weiß ich ganz gewiss. Hm. Aber wenn Sie so viele Leute sehen, da schauen Sie momentan, ja, ja, und sehen Sie, ja, und dann ja, kennen Sie nicht jeden. Und dann habe ich meinen LKW so hergestellt und so ist der Zug, gell? Und da habe ich so einen Mingel und da habe ich die alle gesehen, so. Da haben sie zuerst ein bisschen so gesprochen miteinander und ich bin an meinem LKW, bin ich so angelehnt am Kopfflügel, so wie ein anderer und habe so zugeschaut. Dann hat der Mingel ist dann so weg von denen und hat dann so hinterher geschaut und hat gesagt, die Ärzte und Apotheker nach vorn. Und dann hat jemand gerufen, aber anders wieder, andere Sprache. Ich weiß nicht, war das ein Dolmetscher, aber es war ein Häftling. Und dann sind schon langsam die Herren gekommen, bessere Herren sind gekommen, vorgelaufen. Ich habe gesehen, sie haben ein bisschen, die Anzüge sind verknittert, aber sie waren besser gekleidet. Brillenträger gewesen zum Teil, elegante Leute, hat das einen Eindruck gemacht. Und hat der Mingel so Gäste gemacht, nicht? Dann sind sie so hingestanden, bei ihm so links dort. Und gleich als Erste ist eine blonde Frau gekommen. Die Frau, die könnte ich heute noch kennen. So habe ich die angeschaut. Ich habe gleich gemeint, das sei Lilia Harvey, die Filmschauspielerin. Und hat der Mingele zu ihr gesagt, wörtlich, wie alt? Dann hat sie gesagt, 29 Jahre. Dann hat der Mingele gesagt, sind Sie schwanger? Dann hat sie gesagt, jawohl. Dann hat der Mingele gesagt, in wievielten Monat? Dann hat sie gesagt, im 9. Und dann hat es der Mingele so gemacht. Und dann ist sie so rübergelaufen, über die Bahngeleise rüber und rechts runter. Da ist ein Häftling gestanden, da ist ein Häftling gestanden und jeder hat so gemacht, nicht? So Gäste gemacht, nicht? Das Sonderkommando von den Häftlingen, nicht? War das sozusagen. Dann ist gekommen ein junger Mann, 24 Jahre alt, gesund, kräftig, hat der Mingele gesagt, dann hat er gesagt, jawohl, dann hat der Mingele so gemacht, nicht? Mit dem Daumen, immer mit dem Daumen hat er so gemacht und so, nicht? So neben, nicht? Dann ist da daneben gestanden, wo die Ärzte gestanden sind. Da ist gekommen ein alter Mann, der hat einen Bart gehabt, der hat er nicht gefragt, der hat er so gemacht, gell. Dann ist so der halbe Zug, schätze ich ungefähr, ist vorgelaufen gewesen. Dann hat der Mingel ja vorhin mal, ach was, hat er gesagt. Dann ist alles darüber gelaufen. Dann sind die Frauen gekommen mit Kindern, dann sind die Frauen gekommen, die haben so Schäseln geschoben und das ist alles so dann unten nicht. Muss alles in die Gaskammer gehen? Das weiß ich nicht, das habe ich nicht gesehen, aber da waren ja die Krematorium schon unten, nicht? Und wissen Sie, ob die Leute auch mit Lastwagen dorthin gefahren worden sind? Zum Krematorium, ja, hinten. Ja. Da sind ja 6 LKW im Reingestellt eingesetzt gewesen zur Aktion, Fahrer. 6? Ich wollte man ja auch einmal zur Aktion schicken, aber ich habe mich ja geweigert. 6 LKW? Jawohl, 6 LKW im Einsatz gewesen. Mhm. Und der Mercedes war auch mit Anhänger, der hat immer der und der Schafier Schramme, der hat hauptsächlich viel Leichen gefahren. Na und sagen Sie, ist da auch ein LKW, ein Sanka mitgefahren, ein Sandheskraftwagen? Wann? Wenn die Leute hinten nach dem Krematorium gefahren worden sind. Das, ja, der Sanitätswagen, der ist genau, wenn er Transport ist, der immer raus. Immer raus? Ist immer rausgefahren. Und wer war denn da drin? Ja, ich glaube, nur unser Schafier ist mitgefahren, mit dem Hölblinger, denke ich mir. Nicht? Das, also der Hölblinger, das war der Fahrer von dem Sanka. Das war der Fahrer, ja. Ja, von der ist immer gefahren. Sanka-Wagen. Aber wer mit dem zusammengefahren ist, wissen Sie nicht. Das weiß ich nicht so. Das wissen Sie nicht.
Und hat er auch die Büchsen mit dem Gas mitgenommen? Die hat er drin gehabt, so ein Dienstwagen. Das weiß ich bestimmt, wo ich ja die erste Vergasung erzähle. Ja. Hat er der hinter drin im Wagen, hat er so die Büchse drin stehen. Da haben sie sie raus und sind da hingelaufen, das Loch, die Leiter laufen und haben da... Wo sind denn die Büchsen hergekommen? Das weiß ich nicht, wo der Häuptling die Küche, der hat ja schon Kit. Also ich nehme an, von der Schädlingsbekämpfung. Das nehmen Sie an? Ja. Und wo war die? Die Schädlingsbekämpfung. Ja. Ja, die war doch da unten rüber. Wenn hier die Fahrbereitschaft ist, dann ist so rechts zur Landwirtschaft hintergegangen und so geradeaus. Der ist ja erst mal später hingekommen gewesen, der Bau. Und das ist da drinnen gewesen. Ich meine, ich glaube, das ist der Apotheke angegliedert gewesen oder was das war. Haben Sie das alte Krematorium noch gekannt? Das kleine? Ja. Ja, vis-à-vis von der Fahrbereitschaft. Ja. Da drin waren die Büchsen nicht. Wie? Da waren die Büchsen nicht drin. Ich weiß nicht. Sie wissen es nicht. Ich glaube nicht. Warum glaube ich das nicht? Weil ich bin am Anfang, da sind die Krematorium noch nicht gestanden. Da ist ein kleiner Krematorium vergast worden. Und da bin ich am Abend einmal aus der Fahrbereitschaft raus, gell? Weil ich bin immer ein bisschen spät heimgekommen mit dem Verpflegungswagen. Dann sehe ich den Unterstumpf hier Grabner und noch einen SS-Mann. Habe ich sehr kommen von Auschwitz, vom Bahnhof her. Ja. Yeah. Und die sind gelaufen bis vor das Krematorium hin und dort haben sie Halt gemacht. Es müssten gewesen sein 40, 50 Juden waren sie. Ich habe ja die Sterne nicht gesehen. Nicht? Sie haben zivil, alle zivil angehabt. Und dann hat der Grabner da dran am Krematorium, ist er so hingegangen und der eine hat einen Tier aufgemacht und dann hat er zu denen gesagt, hopp los, zieh dich aus. Das hat er ganz heimlich gesagt, so ganz freundlich gesprochen mit dem, mach einen hopp los, zieh ihn um. Und dann hat er sie ausgezogen und ist da rein zum Baden, nicht? Und am Schluss zu sind es doch einige noch, die haben noch ihre Gewand so nahe gelegt und er hat noch so etwas anderes eingelegt und mit seinem Sohn hat er rum da, wahrscheinlich war es Vater und Sohn, ich muss so vorkommen, hat sie noch versteckt so nahe nicht. Und dann sind sie mitten reingegangen. Und dann haben sie zugemacht. Und dann ist der andere SS-Mann ist oben aufgestiegen. Das sind doch Bäumler gewachsen, so kleine und Gras über dem Krematorium, über dem Kleinen. Ist der oben auf und hat da oben bei so einem Rohr, da ist so ein Rohrgewehr oder was. Genau habe ich nicht gesehen, was er gemacht hat. Ich habe wohl gesehen, dass da oben ist, noch wieder zugemacht. Und habe drinnen herren Schreier. Die habe ich weit herren Schreier. Bis ich draußen war, drüber bei der Unterkunft bei uns. Und das ist ein ganz schönes ein Stückchen um, nicht ein paar, da haben wir da 80 Meter. Aber wer darauf gestiegen ist, das wissen Sie nicht. Ja, wenn Sie hätte, den schon kennen. Aber von der politischen Abteilung war, das weiß ich bestimmt. Wieso wissen Sie das bestimmt? Ja, weil er mit dem Grabner so gesprochen hat und ziemlich bekannt sind Sie gewesen, das ist mir vorgekommen, so gleich. Ich habe mir halt gedacht, so, das machst du alleinig und ist mir auch so vorgekommen, dass der Grabner ziemlich Angst hat gehabt vor denen. Er hat ihn so schön da, gell, und so schön eingeloggt und auch die Tiere so zugemacht, nicht? Ja. Haben Sie dann noch mal etwas gehört davon, dass eine Kommission aus der Schweiz kommen sollte, um sich die Judenumsiedlung anzusehen? Ja, das, ja gut. Jetzt bin ich da draußen gestanden und habe das alles angeschaut gehabt. Da habe ich halt immer geguckt, wann die Verpflegung nicht runterkommt, da habe ich sagt Toni, was soll ich jetzt machen eigentlich? Fahr es wieder hin, wo es kalt hast, hat noch einer gesagt. Und dann bin ich wieder zurückgefahren, habe wieder in die Häftlingskirche hingefahren, habe es wieder runtergetan. Und dann habe ich in der Fahrbereitschaft, die Kameraden, nicht die Ungarn Volksdeutsche, hat man keine verschiedene. Man war ja auch schon eine, so langsam, wo man gewusst hat, mit dem kann man reden, und aber gewusst, er hat die gleiche Gesinnung. Dann hat sie gesagt, das war bloß markiert. Die haben gesagt, der kommt von Schweizer eine Kommission und schaut sich die Judenumsiedlung an. Da wollten sie so tun, als ob da alles bestens in Ordnung wäre. Ja, dann hätten sie wahrscheinlich die Bretlauge, aber habe ich mir halt gedacht. Ja, aber das wäre doch gar nicht möglich gewesen, denn diese Kommission hätte sich doch dann mehr angesehen. Die hätte doch das Lager und alles Mögliche angesehen. Ich weiß nicht, aber die haben gesagt, das sei schon mal einer da gewesen und die haben gemeint, dass die Kommission kommt. Also das sei. Ist noch eine Frage zu stellen, bitte schön. Hat das Gericht noch Fragen? Nein? Herr Staatsanwalt. Sie sprachen davon, Herr Zeuge, dass 6 Lastkraftwagen speziell für die Aktion beschafft worden sind. Jawohl. Wann sind die denn beschafft worden?
ungefähr im Jahre 1942, im Frühjahr, ist das Vergaser so richtig angelaufen, glaube ich. Und da sind die Wager beschafft worden. Wie groß waren die? Können Sie das in Tonnen noch angeben? Ja, das sind schwere Wagen gewesen. Also ja. Ich schätze nach meinem, dass 5 Tonnen waren oder waren es vielleicht 6 Tonnen? 5 Tonnen oder mehr. Wenn Sie sagen, dass die Vergasung da im Frühjahr so richtig angefangen hat, hat sich das noch in dem alten Krematorium abgespielt? Nein, im Bunker 1 hat es, glaube ich, Kaiser, das alte ja. Bauernhaus da draußen. Da ist nämlich Tag ja. und Nacht ist das gemacht worden. Ja. Da sind ja oft in einem Tag 3, 4 Transporte eingelaufen. Das weiß ich ja, weil ich Fahrer vom Dienst war. Kaum ist ein Transport eingelaufen, ein paar Stunden später schon wieder ein Transport. Und dann haben sie gesagt, dass die bald schon gar nicht mehr her werden da draußen. 1942 schon. Ja. Ja, in diesen Bauernhäusern. Nun sagten Sie, wenn so ein Transport eintraf, dann wurden Sie telefonisch benachrichtigt. Sie seien da auch mal am Telefon gewesen. Jawohl. Da hieß es also, Transport ist angekommen. Nein, Transport ist eingelaufen. Ist das war das Ganze, was gesagt worden ist. Und dann sagten Sie, Sie hätten also da zu erkennen gegeben, dass Sie das nicht richtig verstanden haben. Ja, da habe ich zuerst gar nicht gewusst, was das ist. Ja, und da hieß es dann, Kommandantenwagen vorfahren. Jawohl. Was hatte denn das zu bedeuten? Ich habe den Wagen müssen vor dem Kommandanten sein Haus fahren und habe den Kommandanten müssen verständigen. Der Kommandant ist rausgekommen, hat sich in den Wagen eingesetzt und ist rausgefahren. Heißt das also, dass der Kommandant bei einer Transportankunft hinausfuhr? Jawohl. Ja. Wer war denn der Dr. Schilling, von dem Sie sprachen bei den Gaskammern? Ja, war das ein SS-Arzt? Ja. Was hatte der dazu? War schon ein älterer Mann gewesen. Er hat gar nicht so gut ausgesehen eigentlich. Ja. Nicht eine komische Brille hat er gehabt mit so außer Stärker und in einer Dinner die Gläser. Nicht? Also ja. Wissen Sie, was er dort zu tun hatte bei den Gaskammern? Ja, wenn er der Frau eine Sicht reinhaut, nichts Schönes hat er getan, ja. glaube ich. Ist darüber gesprochen worden, ob die Ärzte eine besondere Aufgabe hatten, also beispielsweise aufzupassen, dass den Leuten, die bei der Vergasung das Gas hineinschütteten, nichts passierte und dass die Ärzte feststellen mussten, ob die Leute tot waren oder sowas. Wissen Sie etwas darüber? Da ist keiner hingegangen. Da habe ich das Ding der Dr. Schilling nicht hingesehen, weil sie haben die Tore aufgemacht. Das hat schon der Moll und die alle nicht ja. angeschafft, die Häftlinge. Die Häftlinge waren ja so diszipliniert. Die Häftlinge waren so folgsam. Die Häftlinge haben alles gemacht, was ein SS-Mann gesagt hat. Ja. Sie haben ja ihren besten Kameraden durchgeschlagen, wenn es erstmal gesagt hat. Ja. Nun sagen Sie, Herr Böck, es gab also einen Kommandantenwagen, der da vorgefahren wurde. Jawohl. Ist Ihnen etwas darüber bekannt, ob auch die Adjutanten einen Wagen benutzt haben? Nein, das weiß ich nicht. Mir persönlich ist noch nichts. Ich habe noch keinem Adjutanten den Wagen vorgefahren. Sie haben keinen Adjutanten Nein, einen Wagen? Nein, nur immer dem Kommandanten. Dem Kommandanten. Aber nur im Hess. Später bin ich ja gar nicht mehr eingeteilt worden als Fahrer vom Dienst. Aha. Sagen Sie, Fahrbefehle haben Sie gelegentlich schriftlich bekommen. Das haben Sie gesagt. Sie haben Wie gesagt, schriftliche Fahrbefehle haben Sie bekommen, sagten Sie. Jeden Morgen habe ich müssen meinen Fahrbefehl abholen, nach Katowice, um Verpflegung zu fahren. Jeder ja. hat müssen seinen Fahrbefehl drin erholen. Ja. Nun würde ich gerne von Ihnen wissen, ob Sie etwas darüber sagen können, ob solche Fahrbefehle nur dann schriftlich Ihnen gegeben wurden, wenn Sie aus dem Lager herausfahren mussten? Oder wissen Sie auch etwas, ob innerhalb des Lagers schriftliche Fahrbefehle erteilt wurden, also für Fahrten innerhalb des Lagers? Nein, nicht immer. Wenn man zum Beispiel nach Brückenau musste, aus dem Prager Hall oder sonst wie, ja. hat er vom Fahrdienstleiter, vom Untersturm 4 Wiegand, hat er gesagt, fahren Sie sofort da und dahin, dann ist der einfach ja. hingefahren, nicht? Ja. Genau wie bei mir hat er gesagt, fahren Sie sofort lieber zur Häftlingskirche, Sie müssen dort Verpflegung laden. Aber er hat zu mir nicht gesagt, Sie müssen zur Rampe fahren. Das habe ich erst ertrieben, dann erfahren. Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Nicht? Ich habe gedacht, das will ich bloß sehr, wo ich da hinfahren muss. Nicht? Ja. Nun ist Ihnen erinnerlich, ob es noch eine andere Fahrbereitschaft in Auschwitz gab. Also Sie hatten Ihre Fahrbereitschaft in Jawohl, der Nähe bei es der gab Fahrbereitschaft vom Haupttruppenwirtschaftslager, Fahrbereitschaft Verwaltung, da war ich. Und obwohl ich auch für das Haupttruppenwirtschaftslager auch schon Verpflegung gefahren habe, und gab dann noch eine Fahrbereitschaft,
Wie hat es die geheißen? Die hat mehr für die Metzgerei gefahren. Die ist nicht uns unterstanden. Also Sie sagen, es gab eine Fahrbereitschaft vom Haupt... Truppenwirtschaftslager. Mhm. War das denn alles zusammengefasst? Zusammengefasst. Waren diese Wagen in einem, also an einer Stelle untergebracht? Also das glaube ich, hat mit der Verwaltung, Kommandantur, Verwaltung nichts zu tun gehabt, glaube ich. Wozu gehörten denn die 6 Lastwagen für die Aktionen? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich gesehen habe, dass Sie an große Treppen hingestellt und da sind die Leute aufgestiegen, ja, ja. Da haben Sie es rausgefahren. Dann haben Sie gefahren, die ganze Begleitung haben Sie weggefahren, ja, und nach Kanada und die ganze Pakete und die ganzen Koffer, ja, und das ganze Zeug. Gehörten die zur Fahrbereitschaft Verwaltung? Ja. Wissen Sie etwas darüber, ob es in Birkenau eine eigene Fahrbereitschaft gab? In Birkenau? Die hat zu uns gehört in der Prager Halle, weil man keinen Platz mehr gehabt hat bei so vielen Fahrzeugen. Wir haben ja, glaube ich, 80 Fahrzeuge gehabt, habe ich am Schluss gehört. Wo war denn die Prager Halle? Die Prager Halle war gleich vis-à-vis vom Auschwitzer Bahnhof, so schief nieber. Also man musste oben über die Schiene muss man umfahren. Ist so ein Balken aufgegangen, die ist dann so rechts runtergegangen, die Prager Halle. Diese Prager Halle hat zur Fahrbereitschaft Verwaltung vom Stammlager gehört, ja? Jawohl. Ist Ihnen bekannt, ob sonst noch irgendwo im Bereich von Auschwitz Lastkraftwagen untergebracht waren? Also ich denke speziell an das Lager Birkenau. Nein. Davon ist Ihnen nichts bekannt? Nur die vom Hauptwirtschaftslager. Die haben ja ihre eigene Garage gehabt. Ja, wo ich war auch, die denn? Ich wollte ja auch schon mal ins Hauptwirtschaftslager als Fahrer. Ja. Habe ja auch schon versucht, aber ist schlecht hinzukommen gewesen, weil da war es sehr gut bei denen. Ja. Also schon in allem. Ich habe sogar gehört, dass die, wo da Fahrer sind, dass die sogar monatlich immer 5 Mark gekriegt haben oder 10 Mark. Das habe ich auch, hätte ich auch ganz gern mitgemacht. Nicht? Aber dann haben die Häftlinge wieder in der Fahrbereitschaft gesagt, ich soll doch bleiben, ich soll doch nicht weggehen. Und wenn ich nicht mehr den Wagen fahre, nicht, dann müssen sie ja wieder Hunger leiden und so weiter. Ja. Wo war denn diese Kraftwaren untergebracht von den anderen? Zuerst noch bei uns in der Fahrbereitschaft. Und dann, wenn es zu eng wurde, hat man die Prager Halle so ein bisschen so hergekriegt, ja, und die war ja die ganze Fenster eingeschlagen und alles, das hat ja verheerend ausgeschaut. Dann hat man mich auch mal los da 2 Tage und dann hat der Alte gesehen, dass das umständlich ist, aber gesagt, der Verpflegungswagen lasst man herüber bei der alten Fahrbereitschaft. Es ist viel besser, es ist besser zum Erreichen und der Kommandant hat immer wieder was zum Besorgen gehabt, nicht? Einmal hat er mir Fälle mitgegeben. Wo die her sind, weiß ich auch nicht, aber ich kann mir ja denken, nicht? Die habe ich immer Major in Katowice mir sie übergeben und die Offiziere haben Lametta gebraucht, das habe ich mir auch besorgen wieder, nicht? Und Haufen Zeugen, nicht? Und lauter so neben ein Ding habe ich gehabt, Pistel wieder. Als der Hölpinger Sie damals mitnahm und Sie bei dieser Vergasung zugesehen hatten, wann war das denn? Ich glaube schon, dass es 42 gewesen ist. 41 kann es noch nicht gewesen sein. Weil dann 41 sind die Mädel gekommen von Ravensbrück. Das weiß ich noch auch noch genau. Im Herbstrum muss gewesen sein. Ob vom Zwischensommer, so um den Herbstrum sind die Mädel gekommen. Nun, Herr Böck, ist Ihnen etwas bekannt darüber geworden oder ist Ihnen etwas darüber erzählt worden, wer das Gas eingeschüttet hat, was das für Leute waren? Ja, die haben halt bei der Aktion mitgemacht, hat man gesagt, nicht? Der, ja, ist bei der Aktion, der ist bei der Aktion. Der Beck fährt nächste Woche auch eine Aktion. Da habe ich mich aber aufgelehnt, habe ich gesagt, da war noch Hauptsturm 4 gewesen, der Wiegand. Wenn Sie mich zur Aktion schicken, habe ich gesagt, dann melde ich mich sofort am Montag am Front, habe ich gesagt. Und das will ich durchtriggern. Und dann hat er mich noch ein bisschen gespätelt so und hat gesagt, also lass mir den Beck gehen, der kann das nicht machen. Ich gesagt, nein, ich kann sowas nicht machen. Mache ich auch nicht. Ja, Herr Böck, danach hatte ich eigentlich nicht gefragt. Ich ist egal, gefragt, aber das kommt ja auf diesen Dings, ja, jetzt, ja, muss ich es Ihnen so sagen. Ja, ja. Nicht? Wer hat denn, Aktion, nicht? Wissen Aktion Sie, wer das Gas eingeworfen hat in die Gaskammern? Weil, was für Leute das waren? Ja, SS-Mann. Ja, wissen Sie, ob das die spezielle Funktion hatten, irgendein?
Was waren das? Ich glaube, der, wo es einmal gemacht hat, hat es wieder gemacht. Denn diese Brüder, wo bei der Aktion mitgemacht haben, die haben ja, wenn ich UVD war, die haben 10, 12 Flaschen, haben die im Schrank drin gehabt, Schnaps. Sie haben ja für jede Aktion, für jeden Transport, wo eingelaufen ist, hat derjenige, wo bei der Aktion mitgemacht hat, ob gefahren, ob sonst wie, einen Viertel Liter Schnaps bekommen. Das muss stimmen. Mhm. Bitte sag einer von, der, wo es besser weiß, ob ich gelogen habe. Das stimmt. Ja, ich habe mich schon orientiert über alles. Ist Ihnen während Ihres Aufenthalts in Auschwitz einmal bekannt geworden, dass ein Offizier, also ein SS-Führer, verhaftet worden ist? Insbesondere, ob ein Adjutant verhaftet worden ist? Ja, ich weiß halt den Fall von dem Ungarn-Volksdeutschen, der hat die drei Juden zur Flucht verholfen. Und dann haben sie ihn, glaube ich, in Krakau gebeten, er soll noch die Tochter auch noch nachholen. Und dann ist er noch mal gekommen. Und dann hat ihn ein Kapo verraten, in SS unter Sturmführeruniform, ist er draußen im Männerlager, nein, im Frauenlager in Bulgenau, ist verraten worden und der ist dann aufgehängt worden. Damals musste das ganze SS-Lager musste zusehen, wie der gehängt worden ist. Ich bin ja nicht hingegangen, nicht? Ich bin heimlich verschwunden mit dem Fahrrad, bin zu meiner Frau gefahren. Mhm. Und ich habe gesagt, sowas schaue ich gar nicht an. Also das war ein SS-Mann, der da verhaftet wurde? War ein SS-Mann, aus ein Ungar-Volksdeutscher soll es gewesen sein. Ja. Nun, ich habe in dem Zusammenhang eine Frage an den Angeklagten Mulka. Wer hat die 6 Lastkraftwagen beschafft damals? Wie bitte? Bin ich dann Sie. Wer hat die 6 Lastkraftwagen beschafft? Ja, jedenfalls muss der Wiegand hat es nicht beschafft. Sind, der Wiegand hat Sie vielleicht mal ruhig, nur sagen Sie mal ruhig, Herr Wagen. Bitte. Sind Sie mal ruhig, Moment. Herr Vorsitzender, darf ich eine kurze Erklärung abgeben? Bitte schön. Ich beantworte keine Fragen der Staatsanwaltschaft mehr. Die Staatsanwaltschaft hat meine Angaben in der Vergangenheit ständig als Unwahrheit und nicht den Tatsachen entsprechend bezeichnet. Sie hat mich darüber hinaus bezeichnet, nicht als Soldaten, sondern als uniformierten Angehörigen eines Mordkommandos. Insoweit ist mein Entschluss gefasst worden, keine Antwort der Staatsanwaltschaft mehr zu beantworten. Ich stelle dasselbe bezieht sich auf etwaige Fragen des Herrn Nebenklägers, des Herrn Professor Dr. Kaul. Ich stelle fest, der Entschluss ist endgültig. Ich stelle fest, dass Sie nicht nur nicht ein Soldat waren, sondern dass Sie obendrein verlogen sind und feig. Moment, Herr Direktor, ich bitte auch das mit aller Entschiedenheit zurückzuweisen. Das ist doch ein Ton, der sonst nicht üblich ist in einer Schwurgerichtsverhandlung. Ja, Herr Staatsanwalt, also Sie können das jetzt nicht sagen, das geht nicht. Sie können in Ihrem Plädoyer das auswerten, was Sie hier erlebt haben, aber derartige Beschimpfungen in einer Hauptverhandlung sind unüblich und ich muss Sie zurückweisen. Ich bitte das Gericht, den Staatsanwalt aufzufordern, sich bei dem Angeklagten Mulka zu entschuldigen. Ich denke nicht dran. Also, Herr Rechtsanwalt, das ist eine andere Sache. Aber jedenfalls, Herr Staatsanwalt Küchler, Sie haben in der letzten Sitzung einen ähnlichen Ausdruck gewählt. Sie haben jetzt wieder sich so hier ausgedrückt. Ich habe Ihnen damals schon gesagt, dass im Gerichtssaal derartige Ausdrücke nicht üblich sind. Ich muss Ihnen das heute zum zweiten Mal sagen. Und ich bitte Sie, sich in Zukunft danach zu richten. Darf ich mit einer strafrechtlichen Beleidigung gegen Staatsanwalt Küchler ankündigen? Herr Direktor, ich bin zwar nicht der Auffassung, dass der Herr Staatsanwalt durch Sie aufgefordert werden sollte, sich bei dem Angeklagten Mulka zu entschuldigen. Ich bin aber der Meinung, dass der Vorgang hier im Protokoll festgehalten werden müsste. Und ich bitte darum, die Äußerung des Herrn Vertreters der Anklagebehörde, des Herrn Staatsanwalt Küchler, im Protokoll festzuhalten. Ich schließe mich dem Antrag an. Staatsanwalt Küchler erklärte gegenüber dem Angeklagten Mulka, Sie sind nicht nur kein Soldat gewesen, Sie sind darüber hinaus noch ein Lügner. Nein. Sie sind verlogen und feige. Sie sind darüber hinaus noch verlogen und feige. So. Ich wäre dankbar, Herr Vorsitzender, wenn vielleicht in das Protokoll aufgenommen werden könnte, dass der Angeklagte Mulka zuvor erklärt hat, er beantwortet die Fragen des Staatsanwalts.
nicht mehr. Ich glaube, das ist doch ein, entsteht in einem gewissen Zusammenhang. Vor dieser Äußerung hatte der Angeklagte Mulka erklärt, er beantworte die Fragen der Staatsanwaltschaft nicht mehr, nachdem Staatsanwalt Kügler von ihm behauptet habe, er sei kein Soldat gewesen, sondern ein Angehöriger einer Mörderbande. Nein, eines uniformierten Mordkommandos. Eines uniformierten Mordkommandos. So. Im Zusammenhang eine kurze Erklärung abzugeben? Nein, Erklärungen werden jetzt keine abgegeben. Nein, nicht zu diesem Komplex. Ich habe, sind Fragen zu stellen hier, meine Herren, wenn Sie absolut wollen, dass wir hier in einem anderen Ton verhandeln, dann kann ich Ihnen das auch tun. Ich habe bisher geglaubt, das sei nicht nötig, mit Rücksicht auf die doch sehr schwierige und auch sehr ernsthafte und sehr traurige Angelegenheit, die wir hier zu erledigen haben. Nunmehr bitte ich, sind noch Fragen zu stellen. Jetzt gibt es keine Erklärung mehr. Was wollten Sie denn noch? Ich wollte vom Zeugen eine Frage beantworten. Nein, eben ist noch der Staatsanwalt an Zeugen. Ich habe keine Fragen mehr zu stellen. Keine Fragen mehr. Dann kommt der Rechtsanwalt Ormond. Herr Böck. Ja, bitte. Wenn die Nachricht einlief, Transport ist eingelaufen und Sie Fahrer vom Dienst waren, was war dann Ihre Aufgabe? Wenn ein Transport eingelaufen ist und ich war Fahrer von Bereitschaftsdienst gehabt habe, wenn eine Fahrt gekommen ist zum Beispiel, sahen wir irgendwo hin, da ist angerufen worden und ist befohlen worden, dass da und da hinzufahren ist, dann habe ich mir so einen Fahrer wegschicken und wenn keiner taugt wäre und das sonst bin, habe ich mir so selber wegfahren helfen wollen. Ja. Aber wenn vom Fernschreibeamt oben oder Fernschreiberei, wie es geheißen hat, Fernschreiberei, hat man gesagt, halt kommt das nicht. Ich habe gewusst, wo das herkommt, auch von Kommandantur von Fernschreiberei hat es geheißen. Und ich geheißen, Transport ist eingelaufen, dann hat mir so automatisch ohne Spritzer den Kommandantenwagen sofort vorfahren. Habe ich schon einmal klar und deutlich und kann ich jederzeit doch. Herr Böck, ja, wer bitte? Hat sich um den Sanka gekümmert? Hat der Sanka einen ständigen Fahrer gehabt oder ist er von einem weiteren Fahrer vom Dienst dann gefahren worden? Es ist, jawohl, es ist so, zum Beispiel der Holze hat auch einen Sanitätswagen gefahren. Ich kann aber jetzt nicht genau sagen, ob der Holze den SS-Sanka-Wagen gefahren hat oder den Häftlings-Sanka auch. Aber ich glaube, er hat den Häftlings-Sanka auch gefahren, weil nämlich der Hinze, das war einer so schon ein bisschen besserer, kann man sagen, ein gebildeter Mensch, der hat meistens den Kommandanten auch gefahren, es hat sein müssen, und auch wieder, glaube ich, den Truppen-Sanka. Wer ist, wenn die Transportmeldung einging, mit dem Sanka abgeholt worden? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Weil der Fahrer ist aus der Fahrbereitschaft losgespritzt. Wo der hin ist, weiß ich nicht, dass er natürlich zur Aktion ist, zur Häftlingsaktion, das weiß ich bestimmt. Wissen Sie, wie der Arzt auf die Rampe gekommen ist, der SS-Arzt vom Dienst? Ja, ich habe gelesen in der Zeitung, dass der Helblinger hier ausgesagt hat, mit ihm sei der Arzt ausgefahren. Ich glaube das nicht, dass der Arzt ihm nicht guckt ist. Das glaube ich gar nicht. Das, überhaupt, der Helblinger hat eine solche schlechte Aussage gemacht. Ich hätte hier buchstäblich sofort hätte ich beantragt, dass er verhaftet wird. Weil der Helblinger hat jeden Tag gefahren. Der Helblinger hat auch organisiert. Brillanten, Gold. Brillanten, so groß wie Erbsen, hat man manchmal bei der SS-Lady ihre Frauen gesehen. Sie haben auch manchmal dann schon schöne Mäntel auch getragen. In Auschwitz war alles möglich. In Auschwitz war auch möglich, dass ein Offizier sich so heruntergegeben hat und hat einen Häftlinger so geschlagen, dass man denkt hat, ist das eigentlich ein Mannsbildner oder ist das, hat er eine Bildung oder hat er ein Studium? Das kann ja unmöglich sein. Wenn ich die Wehrmacht immer angesehen habe, was haben die für herrliche Offiziere gehabt? Und bei uns waren meistens die Oberstufierer und die, was Offiziere waren, Flegel, mit einem Wort getraue ich mir zu behaupten. Herr Böck, ich habe eine weitere Frage. Ist Ihnen einmal der Name Lilli Toffler,
wie Sie im Bunker waren, bekannt geworden? Wie bitte? Lilly Toffler. Nein. Nicht. Dann eine nächste Frage. Wie Sie noch in der Kompanie, in der Wachkompanie waren. Jawohl. Da sind doch, haben Exekutionen stattgefunden. Jawohl. Sehr oft sogar. Wie ist das vor sich gegangen? Ich bin an der Fahrbereitschaft stand abends ungefähr, muss gewesen sein, 5:30, gell? Und habe doch gesehen, dass Häftlinge rausgeführt wurden. Aber die sind nicht dahin geführt worden beim Monopolgebäude, die Kiesclub. Das ist woanders hingegangen. Ich bin denen auch gelaufen, gell? Das sind damals gewesen so 15 Mann, genau mehr gewesen sein. Und die haben die Hände, haben sie hinten zum Rücken so gelegt gehabt, gell? Und sind noch mitgelaufen von der Kompanie. Die waren sogar von der 4. Kompanie gewesen. Ich habe einige gekannt damals. Namen nach kann ich es heute nicht mehr sagen, aber ich glaube, von Mimmingen war auch einer dabei droben, ein gewisser Schmied. Und sind sie danach gelaufen und dann bin ich auch nach. Ich bin so ein bisschen weiter weg geblieben zuerst, dann bin ich näher hin und dann habe ich gesehen, dass das Kiesclub war so reingegangen und da war hinter eine Wand dort, die Kieswand, also Eberauf. Und da vorne war es ein kleines bisschen so rausgeschattert, aber es war kein Graben, es war ja bloß so tief vielleicht nicht. Und da sind so die ersten Häftlinge vorgestanden und hinten sind die 8 Mann von der SS gestanden, von der Kompanie, von der 4. Und der Kolmer hat Befehl gegeben, ungefähr so. Achtung, fertig, los. Und da hat es einen Krach gemacht und umgefallen sind alle. Aber ich weiß, dass nicht alle tot waren. Und da war ein Hauptscharf hier, ein bisschen, wird so dick gewesen sein, wie ich heute bin. Sauberer Kerl, schönes Gesicht hat er gehabt. Er ist später Untersturmführer geworden, aber ich habe nie den Namen von ihm erfahren und eigentlich nie das wusste, wie er heißt. Und er ist nachher vorgegangen und hat dann jeder mit dem Fuß so ein bisschen so Dings, wo sie ein bisschen bewegt hat, oder, und hat da rein ins Knacksum, die Pistole rein, nächster, da auch, und da auch. Und da sind andere Häftlinge hin und haben die weg und haben so von Leiterwagen, so alter Bauernleiterwagen war es gewesen, mit so Sprossen, nicht? Haben sie es aufgeworfen und da sind die nächsten Nummer hin und da hat der Kolmer, genau, ich sehe es noch wie heute. Ich habe mir gedacht, da macht der Kolmer auch noch mit, das hätte ich nicht geglaubt. Ich habe immer gemeint, das sei ein anständiger Bauer in Regensburg, jetzt hat geheißen, er sei von Regensburg. Achtung, fertig, los. Das war das Kommando. Da hat es alle wieder geschossen, gell, und die vorne wieder umgeflogen. Und zuvor aber hat ein SS-Mann, das war ein SS-Sturmmann, glaube ich, er war aber, glaube ich, von der politischen Abteilung, aber ich weiß nicht, wie er geheißen hat. Er hat etwas verlesen, aber nicht in Deutsch, sondern in Polnisch. Und ich habe dann später den Kutzian noch gefragt. Ich habe gesagt, Kutzian, was waren denn das, Freunde, die wo da auf der Aktion waren? Sagt er, oh mein Gott, nein, lauter polnische Offiziere, die wo unterschrieben haben. Oder, jetzt hat er gesagt, ich glaube soweit, sie haben den Stadtrat von Tarnow restlos liquidiert. Also gestern ist der letzte zur Exkursion gegangen. Da habe ich gesagt, ja, wie kommt es, dass die polnischen Offiziere auf so Art und Weise, habe ich gesagt, die kehren doch in ein Kriegsgefangenenlager. Dann hat der Kutzian gesagt, ja, was glauben Sie, wie man es mir gemacht hat bei der Vernehmung, bei der Gestapo? Mich hat man so geschlagen diese Nacht, dass ich trotzdem nicht unterschrieben habe. Aber die haben unterschrieben. Und jeder, der unterschrieben hat, geht zur Exkursion. Und später, nach einem Jahr einmal, hat der Kutzian gesagt, Herr Richard, ich habe große Angst, jetzt sind alle weg, wo unterschrieben haben. Jetzt kann es sein, dass ich vielleicht auch. Und ich sage, Kutzian, das eine sage ich Ihnen, wenn Sie merken im Lager, dass irgendetwas los ist, schauen Sie das in die Fahrbereitschaft, sofort kommen irgendwie, wenn ich noch keinen rausgebracht habe, aber Ihnen bringe ich raus, habe ich gesagt. Ihnen rette ich das Leben, das weiß ich ganz bestimmt, habe ich gesagt. Aber es ist ihm nichts passiert, er lebt heute noch. Herr Böck, ja, hat bitte. Der Obersturmführer Kolmer das Exekutionskommando eingeteilt oder nach freiwilligen Meldungen gerufen? Auch da kann ich Auskunft geben. Wo wir die paar Tage in Auschwitz das am Anfang waren, 41, hat es auf einmal geheißen, hat der Obersturmführer Kolmer gesagt, also wir machen morgen eine Exkursion. Und da hat der Lange schon wieder Stimmung gemacht. Und er hat gesagt, ich kann es nicht machen, ich schieße auf keinen Menschen. Nicht. Und guck doch nach, auf solche Leute, die sind ja so ärmlich, die können ja gar niemand mehr was tun, das ist ja unmöglich. Und
Dann hat es am Abend geheißen, die Kompanie soll antreten. Dann hat der Kolmer gesagt, wer getraut sich mitzumachen bei einer Exkursion, der soll sich freiwillig melden. Oh, ich war unserem Herrgott dankbar, dass wir nicht rausgegangen sind und haben sich gemeldet. Ich war so froh, glauben Sie mir. Und haben sich genug Freiwillige gemeldet? Ja, es hat gereicht. Es hat gereicht scheinbar. Gab es da auch Sonderrationen dafür? Aber es hat gereicht. Wie bitte? Gab es dafür auch Sonderrationen für die, die sich freiwillig gemeldet haben? Damals glaube ich nicht. Damals, da war nichts, da war nichts gewesen. Erst später. Es ist manchmal gekommen von der Kommandantur. Wer meldet sich als Block 4? 8 Tage später haben wir gesagt, Siegsten, guck, da passt er noch, da passt er hin. Also das war so, wie angemessen war das. Der hat da so tatsächlich hingepasst. Ich getraue mir zu behaupten, ich komme ganz auseinander jetzt. Ich bin manchmal ganz fertig von Auschwitz. Ich habe in der Wirtschaft manchmal solche Streitigkeiten. Der eine sagt, nach 15 Jahren sollen sie aufhören. Der eine sagt, jetzt ist ja mal endlich Schluss. Der eine sagt, ja, die sollen diese Menschen zur Rechenschaft ziehen, der wo Verbrechen gemacht hat. Aber das eine will ich sagen, es waren manche, die haben gut hingepasst, da wo man es gebraucht hat. Ob das war als Block 4 oder ob das war in Häftlingsgeldverwaltung oder ob das war zum Erkennungsdienst oder ob das dort oder dorthin war. Sie hätten ja kein woanders sich auch hinmelden, der oder derjenige. Aber sie haben eben sich da, das hat ihnen so, glaube ich, gefallen. Das war so für ihre Dings. Herr Böck, ich habe eine letzte Frage. Sie sind doch aus Günzburg. Jawohl. Kannten Sie vor oder nach dem Krieg den Dr. Mengele aus Günzburg? Ich kenne Mengele, den Bebo, vor dem Krieg. Ich kenne ihn als Stahlhelmmann. Ich kenne ihn später als beim Reitersturm, glaube ich, habe ihn gesehen, mit Uniform vom Reitersturm, schwarze Uniform und Stiefel und Sporn. Und später in Auschwitz habe ich in der Frühe mal mit 4 Mann von einer Wachkompanie von Burgenau, die mussten mir helfen, Brotladen in Katowice, habe ich 4 Mann Brotlader gehabt. Und da haben wir im Haus der Waffen-SS haben wir noch Verpflegung abgeholt. Augenblick, Herr Zeuge. Herr Vorsitzender, ich widerspreche der weiteren Befragung zu Herrn Dr. Mengele. Herr Dr. Mengele ist in diesem Verfahren nicht angeklagt. Was die Fragen gegen Herrn Dr. Mengele sollen, was der dort in Auschwitz gemacht hat, das interessiert uns hier nicht. Es ist ja gar nicht danach gefragt Natürlich. Worden, was er in Auschwitz gemacht hat. Der Herr Reisenwald-Aumont hat nur gefragt, ob der Zeuge den Dr. Mengele kennt. Ja, und diese Frage war durchaus berechtigt, denn dieser Zeuge hat uns vorhin erzählt, er habe den Dr. Mengele auf der Rampe gesehen, wie er dort selektiert habe. Ja, also wenn deshalb sich der Herr Nebenkläger darüber orientieren will, ob er denn den Dr. Mengele gekannt hat und ob er die Wahrheit gesprochen hat, ist dagegen gar nichts einzuwenden. Das nehme ich ihm ab. Naja, also. Aber darum geht es doch gar nicht. Doch, darum geht es. Er hat ihn doch gefragt, ob er ihn gekannt habe vorher, bevor er nach Auschwitz gekommen ist. Und da sagt der Zeuge, ja, diese Frage ist beantwortet. Haben Sie eine weitere Frage? Ob Sie Dr. Mengele auch nach dem Krieg noch gesehen haben? Jawohl. Nach dem Krieg? Das ist jetzt wiederum, Herr Rechtsanwalt Aumont, nicht mehr zur Sache gehört. Ich habe ihm 2-mal Baguette mit draufgenommen von seinem Vater. Und sein Vater war einmal 3 Wochen droben in Auschwitz und hat ihn besucht. Der verstorbene Mengele. Ja, also die Frage ist beantwortet. Danke sehr, ich habe keine weitere Frage. Dankeschön. Von Seiten der Verteidigung, Herr Reichsanwalt Müller. Die erste Frage, von welcher Zeit ab waren Sie in der Fahrbereitschaft tätig? Ich kann vielleicht 14 Tage kann ich gewesen sein bei der 4. Kompanie. 14 Tage nach Ihrer Ankunft? Ja. Und ich bin zum Arzt nach Gleiwitz gegangen sein, das kann auch gewesen sein, na 14 Tage. Na gut, ja. Weil ich habe mich ja so gestreikt und habe alles versucht. 14 Tage also? Jawohl. Und welche 8 war Ihre Tätigkeit? Wie bitte? Welche 8 war Ihre Tätigkeit dort? Ich sage doch, ich habe mich immer krank gemeldet. Ja, Sie können doch nicht tätig sein, indem Sie sich immer krank melden. Warum nicht? Ich bin ja... Also haben Sie in der Fahrbereitschaft gar keine Tätigkeit ausgeübt? In der Fahrbereitschaft? Ja. In der Fahrbereitschaft habe ich erst einen Burgwart gefahren, einen sogenannten 1,5-Tonner. Ach, Sie selbst als Fahrer? Da bin ich gekommen als Fahrer von der 4. Kompanie weg. Also in der Fahrbereitschaft waren Sie als Kraftfahrer tätig?
Ja, ja. Sonst nicht. Dankeschön, keine Fragen mehr. Ist von Seiten der Verteidigung noch eine Frage zu stellen? Nein. Von Seiten der Angeklagten eine Frage zu stellen oder eine Erklärung abzugeben? Nein. Herr Zeuge, was Sie uns gesagt haben, können Sie mit gutem Gewissen beschwören. Jederzeit. Ich spreche Ihnen den Eid vor. Sie schwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, dass Sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Sprechen Sie mir bitte nach. Ich schwöre es. Ich schwöre es. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. Dankeschön.